Tag, schönen guten Abend und herzlich willkommen hier aus Münster zum Live-Blog. Es ist 20:30 Uhr am Donnerstagabend und wir haben uns alle wieder zu einem launigen Abend zusammengefunden hier zu einem Live-Mix und heute mal zu einem ganz besonderen Live-Mix, den ich ja komplett wie versprochen in Mono machen möchte. Das heißt, wir machen den kompletten Mix in Mono, mischen also von vorne bis hinten in Mono, was natürlich eine Extremsituation ist, das gebe ich zu. Kein Mensch mischt heutzutage seinen Track mehr von vorne bis hinten in Mono, aber die Challenge ist ja klasse. Es gibt ja so einen Spruch, dass man seine Möglichkeiten reduzieren soll, um einfach seine Fähigkeiten mehr nach vorn zu stellen. Das heißt, man soll sich möglichst von den Goodies trennen, die unsere DAWs vielleicht mitbringen und von den tollen Feinheiten, die vielleicht unsere tollen Plugin-Welten alle mitbringen. Deswegen mische ich ja auch so oft mit Stock-Plugins, also mit mitgelieferten Plugins von den DAWs, um mich einfach zu reduzieren und darüber einfach herauszufinden, wie ich meine Fähigkeiten verbessern kann. Und der Monomix ist natürlich auch so eine Challenge, wo man seine Fähigkeiten durchaus auch mal an den Rand des Wahnsinns treiben kann. Denn ganz ehrlich, Mischen in Mono ist, jetzt nicht der schönste Vorgang, den man machen kann, denn es bleibt ja alles mittig in der Mitte und es klingt nie groß und umschmeichelt einen immer mit einem fetten Stereofeld und so weiter. Dementsprechend ist Mischen im Mono nicht wirklich schön, aber es gibt ja diesen Moment ganz am Schluss vom Mix und damit beenden wir heute auch unseren Live-Mix später mal, wo ich dann auf den Knopf drücke und wo ich dann die Stereo-Taste quasi aktiviere und wir dann hören, was bei unserem Mix in Mono tatsächlich rausgekommen ist. Denn eins muss man sagen, wenn du zum Beispiel zwei Instrumente hast, die sich überlagern und die sich gegenseitig maskieren, dann hörst du es in Mono sofort, weil du kannst dann die beiden Instrumente voneinander nicht unterscheiden und dementsprechend guckt man natürlich schon, dass man sie im EQ ein kleines bisschen trennt. Natürlich hat man sie, wir stellen vorher das Panorama ein für die verschiedenen Spuren. Ich hatte die ja auch, die Spuren, die ich zur Verfügung gestellt habe zum Download, habe ich ja auch markiert, wo links und rechts ist. Falls du es übrigens verpasst haben solltest, dir die Spuren runterzuladen, kannst du das noch unter recordingblog.com, so ist meine tolle Adresse, unter recordingblog.com, das ist mal so schwer, wird das zu sagen, kannst du dir die noch runterladen. Geh einfach entweder auf den Blogartikel, wo ich erklärt habe, wie man eine Session organisiert, oder geh einfach in den Mitgliederbereich. Oben rechts gibt es einen Link, da steht Mitgliederbereich, da kannst du dir immer wieder mal was runterladen von dem, was ich hier so in meinem Blog alles benutze. Unter anderem die Spuren hier, die wir heute haben. Wie ich im Chat gesehen habe, haben einige von euch schon vorgemischt und ich schaue mal gerade kurz in den Chat rein, wer alles da ist. Da ist schon eine ganze Menge los. Phil Ort ist da, Frank Esper ist da, Michael Weiland ist da, herzlich willkommen. Vielleicht schreibt ihr einfach mal kurz, ob ihr mich gut verstehen könnt und vielleicht aus welcher Stadt ihr kommt. Dann kann ich nämlich mal so eine kleine Landkarte erstellen am Ende des Tages und mal gucken, wo heutzutage oder speziell heute am Donnerstagabend, wo ihr alle herkommt, aus welchem Teil des Landes ihr herkommt. Und vielleicht kommt ihr ja gar nicht aus diesem Land, sondern vielleicht hört ihr mir oder seht ihr mir auch aus einem anderen Land zu. Das ist ja auch durchaus möglich. Also schreibt es mir einfach mal kurz in den Chat, dann kriege ich einen kurzen Überblick, wer da ist und vor allem, wo ihr alle herkommt. Und dann kann ich das mal hier kurz vortragen. Schön auf jeden Fall, dass wir alle zusammen sind und uns diesen launigen Donnerstagabend machen. Und falls du dich wunderst, wenn ich nicht sofort antworten sollte auf eine Frage, wenn ich gleich im Mix bin, dann ist es wahrscheinlich so, dass ich ein bisschen konzentrierter arbeite und nicht ganz so oft auf die Fragen drauf schaue. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass ihr euch immer untereinander auch sehr gerne helft und auch untereinander euer Wissen austauscht. Deswegen ist es ganz großartig. Und hier kommen schon die ersten Sachen rein aus Kiel. Super. Super Wappi ist dabei. Vincent ist dabei aus Kiel. Dann Nico aus Hamburg. Zweimal Hamburg, der Super Wappi auch aus Hamburg. Da könnt ihr euch mal treffen, könnt ihr mal zusammen Musik machen. Ist ja Spitzenhausen. Hannover haben wir dabei mit einem Niki Toll. Na, Niki, ich denke, du bist im Emsland eigentlich verwurzelt. Schön, dass du dabei bist, Niki. Grüße. Niki ist schon mal hier gewesen in meinem Studio und wir haben schon mal ein bisschen über Musik geplaudert. Und Niki ist einer der aufstrebenden jungen Künstler mit einer wirklich sehr spannenden Vita und vor allem einer noch spannenderen Musik, denn er macht afrikanische Musik, also Dance-Musik, aber im afrikanischen Sektor. Guckt mal in seinem Kanal nach, unter einem Niki Toll, findet ihr auf jeden Fall jede Menge Infos und sehr, sehr gut gemachte Musik. Also, Gruß an dich, Niki. Wen haben wir noch dabei? Pete ist dabei aus Hessen. Pete the Drummer, natürlich. Grüß dich, Peter. Dann haben wir jede Menge Leute noch. Preußisch Oldendorf. Es ist viel Norddeutschland dabei, ne? Was haben wir hier noch? Kroatien. Oh, das ist aber schön. Daniel, ich hoffe, du machst da Urlaub und genießt da ein bisschen besseres Wetter, als wir es hier haben. Denn nachdem es bis gestern ja gut gewesen ist, ist es ja jetzt doch ein bisschen schäbiger geworden. Was haben wir noch hier? Nochmal. Raspo schreibt, Tone ist gut in Hamburg. Meine Güte, eine Hochburg vom Recording-Blog in Hamburg. Klagenfurt, wir sind wir auf der ganz anderen Seite der Republik. Hallo. Und Oberhausen, das ist bei mir direkt um die Ecke. Da steht das Centro, da fahre ich manchmal hin. Das ist, da kann man auch mal durchstöbern, wenn man da ist gerade. Also, schön, dass ihr alle dabei seid. Wenn ihr Fragen haben solltet, schreibt sie in den Chat rein. Wie gesagt, wenn ich konzentriert mische, dann kann ich nicht immer drauf gucken. Ich versuche aber so oft wie möglich hier auf der linken Seite auf den Monitor drauf zu gucken. Da sehe ich dann auch, was ihr schreibt. Und sonst zögert nicht, euch auch untereinander zu schreiben, denn das finde ich einfach das Großartigste an dieser Recording-Blog-Familie, dass wir uns gegenseitig helfen können. Und ich schlage vor, dass wir mal kurz in meinen alten Mix reinhören, den ich von diesem Song gemacht habe, als ich den geschrieben habe und als ich noch bei weitem nicht im Mischen so fortgeschritten war, wie ich das heute vielleicht bin. Ist ungefähr 5 Jahre her, dass ich diesen Song geschrieben habe. Das heißt, die Aufnahmen sind auch 5 Jahre her. Und ihr habt ja schon geschrieben, dass die Aufnahmequalität euch gut gefallen hat. Ich bin ganz ehrlich, zumindest die Aufnahmen vom Schlagzeug haben mir nicht gut gefallen. Denn ich glaube, da werden wir noch ein bisschen dran arbeiten müssen an dem Schlagzeug, dass das wirklich einigermaßen klingt. Ich hatte mal kurz in die Spur nochmal reingehört und da festgestellt, dass speziell Snare und Bassdrum, dass ich die heute anders aufnehme. A, mit anderen Mikrofonen aufnehme, aber B, habe ich auch irgendwie eine andere Trommel heutzutage an der Snare, die klingt ein bisschen anders, dementsprechend habe ich heutzutage einen anderen Schlagzeugsound als damals, aber wir gucken uns das gleiche mal an. Wichtig ist nur für mich, dass ihr schon Spaß hattet mit den Spuren, denn das ist darum geht es ja, dass wir hier Spaß mit der Musik haben und dass man vor allem das, was man dann zur Verfügung hat, auch, dass man damit arbeiten und lernen kann. Wunderbar. Bremen ist auch noch dabei. Marco aus Bremen, grüß dich. Und Bayern, Juvi. Bist du eigentlich verwandt mit Juvio? Auch sehr lustig, ne? Haha, mit einem Clown gefrühstückt. Schlechter Witz für heute auch schon mal weg. Haben wir das auch. Aber wie gesagt, wir hören jetzt einfach mal erstmal in den ursprünglichen Mix rein und falls du dich fragst, wie wir das machen sollen, ich habe die Mix-Session, so wie ich sie neulich im Video vorbereitet habe, soweit auch stehen gelassen. Ich habe nur eine Sache ergänzt. Ich habe nämlich einen Referenztrack eingerichtet, aber jetzt nicht wirklich einen Referenztrack. Also ich habe jetzt nicht irgendwie einen Pop-Titel genommen, einen Chart-Hit, einen fertig gemasterten Supertrack, sondern eine Orientierung nur für späteren Vergleich mit dem Original, was ich mal gemischt habe vor 5 Jahren. Das heißt, wir können dann später, wenn wir dann auch auf Stereo geschaltet haben, einfach mal zwischen dem alten Mix und dem neuen Mix mal hin und her schalten und mal gucken, ob ich mich heute wohl insgesamt verbessert habe. Zur Info, an dem Mix habe ich Ewigkeiten gesessen, weil ich den Song, während ich ihn geschrieben habe, auch gemixt habe. Das hat Ewigkeiten gedauert. Heute nehmen wir uns so 1,5, 2 Stunden Zeit und gucken mal, wie weit wir kommen. Ich schalte mal rüber auf die andere Kamera, dann solltet ihr mich auch sehen können. Hallo! Und dann hören wir mal kurz rein, wie der Referenztitel hier klingt und vielleicht mal gucken, ob wir den ganzen Song jetzt hier hören oder ob wir den nur halb hören. Aber wir machen hier jetzt mal an, ne? Los geht's. Meine Straßen, das Ziel fest im Blick, finde ich doch immer wieder Zeit für einen kleinen Blick zurück. Es hätte mir besser nicht gehen können, meine Zeit mit dir, wie ein wahr gewordener Traum, mit dir im Jetzt und Hier. Und jetzt will ich's dir sagen, steh vor deiner Tür. Ich geh durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten. Mit verkohlten Füßen hab den Nordpol gesucht und fast den Yeti gefunden. Geh mit Jakob den Weg und wird die Erde umrunden. Flieg zum Mond, Mars und Venus, fahr zur Not auch nach Füssen. Alles nehme ich in Kauf, um dich nur einmal zu küssen. Fällt mir gerade ein, ich habe schon den Mono-Schalter drin. Das heißt, ihr wundert euch wahrscheinlich schon, warum der Song so ein bisschen müde klingt. Ich mache nochmal den Stereo-Schalter rein, damit ihr wisst, wie das Ding im Original klingt. Also machen wir mal das Mono aus und hören wir mal ab der Stelle weiter, wie es in Stereo klingt. Komm raus, lass uns das Leben genießen. Komm, wir hauen einfach ab. Und lassen es niemanden wissen, dass wir die Einzigen sind. Wir sind die einzigen beiden, die immer fortgehen können und auch ständig bei sich bleiben. Schau dich einfach nur an und dann sag ich dir, ich geh durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten, mit verkohlten Füßen, hab den Nordpol gesucht. Fast den Yeti gefunden, geh mit Jakob den Weg und wird die Erde umrunden. Flieg zum Mond, Mars und Venus, fahr ich in Kauf, um dich nur einmal zu küssen. Dunkelste Wälder, durch tiefste Tiefen, heißeste Wüsten mit verkohlten Füßen. Hab den Nordpol gesucht und den Yeti gefunden. Geh mit Jakob den Weg. Ich geh durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten mit verkohlten Füßen. Hab den Nordpol gesucht, was den Yeti gefunden, geh mit Jakob den Weg und wird die Erde umrunden. Flieg zum Mond, Mars und Venus, fahr zur Not ab nach Wissen. Alles nehm ich in Kauf, um dich nur einmal zu küssen. Geh durch küssende Felder, schwimm durch tiefste Tiefen, um dich nur einmal zu küssen. Mit verkohlten Füßen, einmal. Nicht nur einmal zu küssen, mit verkohlten Füßen. Einmal, um dich nur einmal zu küssen. So, einmal durchgehört, das ist der ursprüngliche Mix und Pete the Drummer hat gerade schon geschrieben, die Toms gehen ihm unter. Ja, wie gesagt, der Mix ist etwas älter. Wir schauen mal, dass wir die Toms gleich im Mix etwas besser platziert kriegen. Machen wir die Referenz, die ich in diesem Fall jetzt mal alter Mix genannt habe, weil das trifft es ja deutlich mehr. Machen wir die mal aus und schauen uns mal die Mix-Session an hier, die ich jetzt hier aufhabe. Wie du siehst, sind alle Spuren wirklich hier auf 0 gezogen irgendwie, es gibt kein Panorama, nüschte und dementsprechend können wir hier wirklich auf 0 anfangen und starten dann auch mit 0. Ich setze jetzt gleich für den Mix auf jeden Fall den Kopfhörer auf. In der Vorbereitung gucke ich aber nochmal, dass ich jetzt hier schon mal die wichtigsten Sachen einstelle. Und zu dem Zweck, weil wir gleich mit der Bassdrum anfangen, mache ich hier schon mal alles, was nicht Bassdrum ist, mache ich den Pegel runter auf nüchte, so damit alle raus sind und ich nicht hier mit Solo die ganze Zeit arbeiten muss. Und dann machen wir gleich, als erstes starten wir mit dem Bassdrum Sound hier und gucken mal, dass wir da den ordentlich hinkriegen. Natürlich im Mono, wie ich es gerade gesagt habe. Und muss ich noch was vorbereiten? Die Panoramas machen wir gleich im Mix. Achso, das Wichtigste natürlich. Wir schalten auf Mono. Falls du dich fragst, wie ich das mache hier in der DAW, ich habe hier, normalerweise habe ich hier unten meinen Big Knob, so einen Studio-Controller, mit dem ich zwischen den einzelnen Boxen hin und her schalten kann. Ich habe ja, wie du hier auch sehen kannst, warte mal, kann man das hier sehen? Hier oben, vielleicht kannst du es da sehen. Da ist ein Auraton, ein Mono-Speaker, über den ich normalerweise das Mono-Abhören mache. Das geht heute leider nicht, weil man sonst das Feedback mit dem Mikro hören würde. Deswegen mische ich gleich über Kopfhörer, was nicht optimal ist, aber was natürlich auch geht. Ich habe meinen Kopfhörer eigentlich relativ gut im Griff. Ich kann nur das Low-Low-End nicht so gut über den Kopfhörer kontrollieren. Das müsste ich im Zweifel dann später nochmal mit dem Subwoofer kurz machen. Aber das ist ja kein Problem. Wie gesagt, dieses Mal mischen wir in Mono und in Studio One ist es so, dass ich mir hier dieses Gain-Plugin reingeladen habe, ein Studio One, in Logic. Wir sind in Logic, aber achte auch das noch. Zwei Sachen, die ich noch eben vielleicht anfügen muss, das mache ich am besten, achso, ich spreche die ganze Zeit in die falsche Kamera, ne? Ist ja auch toll. Zwei Sachen, die ich noch eben vorne wegschicken möchte. Erstens, das, was ich hier mische, ist das, was ich gut finde, was ich mit meinen Ohren höre. Du hörst das vielleicht anders, du würdest andere Mixentscheidungen treffen. Deswegen ist das natürlich hier nicht Gesetz, was ich sage, sondern das ist der Weg, wie ich das mache und so wie ich das heute höre. Vielleicht höre ich das morgen schon ein kleines bisschen anderes an einigen Stellen, aber das ist das, was ich mache. Was ich vor allem vermitteln möchte, sind normalerweise die Prinzipien, mit denen ich arbeite. Das heißt, die Prinzipien, wie ich equalize, wie ich meine Pegel einstelle und wie ich den Sound zusammenmische und so weiter. Hier geht es auch nicht um Arrangement oder sonst was irgendwie. Hier geht es nur darum, wie ich hier hier heute mische. Und deswegen ist das auf jeden Fall ganz wichtig. Jetzt habe ich das zweite glatt vergessen, was ich dir noch sagen wollte, aber zumindest habe ich das schon mal rübergebracht. Das heißt, das, was ich hier sage, ist definitiv nicht in Stein gemeißelt. Wenn du es besser weißt, freue ich mich ein Loch im Bauch für dich. Teils uns am besten im Chat auch mit, falls ich irgendwo einen Fehler mache, weil ich bin auch nicht die allwissende Müllhalde, die immer alles richtig macht. Dementsprechend kann ich ja auch nur lernen bei der ganzen Geschichte. Wir sind ja eine Familie, weil wir uns gegenseitig helfen. Und deswegen, wie gesagt, geht nur um die Prinzipien, die ich hier vermittle. Und zum Zweiten, ach, jetzt ist mir wieder eingefallen, ne? Zum Zweiten, wir sind ja hier in Logic unterwegs, aber alles, was ich hier mache, ist natürlich in anderen DAWs auch übertragbar. Das heißt, die ganzen Vorgänge sind vielleicht mit anderen Plugins. Dein Equalizer sieht anders aus, dein Kompressor funktioniert vielleicht anders, aber nur weil er anders aussieht, heißt es ja nicht, dass er anders komprimiert, ne? Das heißt, die Prinzipien auch da gelten, sind übertragbar und deswegen solltest du alles, was ich hier jetzt in Logic mache, auch durchaus auf Studio One übertragen können. Wenn es eine Logic-spezifische Geschichte sein sollte, die ich habe, dann werde ich das gleich kurz erwähnen im Mix, aber ich denke nicht, dass wir da an eine Stelle kommen, wo ich Logic-spezifisch werde. Ich habe gerade schon im Chat gelesen, dass ihr euch über Ordnerspuren unterhalten habt, aber die werde ich hier nicht anwenden. Ordnerspuren müsst ihr euch so vorstellen, dass man eine gewisse Anzahl von Spuren einfach zusammenfasst in einem Ordner, den man dann auf- und einklappen kann. Das sorgt ein bisschen für Übersicht, in großen Mixen vor allem. Wir haben ja hier jetzt nur 29 Spuren, aber in großen Mixen sorgt das für Übersicht. Und in Logic kann man wählen zwischen einem Summenstapel und einem Ordnerstapel. Der Ordnerstapel ist im Prinzip das, was in jeder DAW auch drin ist. Das heißt, unter einem Ordner fasst man ganz viele Spuren zusammen, klickt man auf den Ordner, geht der Stapel an Spuren auf, klickt man auf den Ordner wieder, geht er zu, man hat mehr Übersicht im Mix. Bei einem Summenstapel ist es im Prinzip dasselbe, außer dass die Spuren, die alle in diesem Summenstapel zusammengefasst werden, dass die dann gleichzeitig auch auf einen Ausgangsbus geroutet werden. Das heißt, alle Spuren, die du in diesem Ordner zusammengefasst hast, sind auch automatisch auf diesem Bus zusammengefasst und können dann da zusammen weiter bearbeitet werden. Vielleicht machen wir das gleich bei den Gitarren, da zeige ich das nochmal. Aber wie gesagt, das ist das Einzige, was eigentlich Logic-spezifisch ist. Der Rest sollte übertragbar sein auf andere DAWs. Und jetzt gehen wir aber wirklich rüber in die Session. Ich ziehe mir einen Kopfhörer an. Achso, war ich stehen geblieben? Hier beim Gain-Plugin. Genau, das Gain-Plugin ist hier das letzte Plugin in der Kette, was ich hier auf dem Bus draufgezogen habe. Und wie man hier sehen kann man hier einige Sachen einstellen. Vor allem kann man aber hier diesen Mono-Schalter drücken, ne? Und wenn ich den drücke und dann das Plugin auch noch aktiviere, ist ab dem Zeitpunkt alles hinter diesem Plugin Mono. Und damit wollen wir die Challenge starten. Schauen wir mal, wie es losgeht. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Also drückt mir die Daumen, dass der Mix hinterher, wenn wir dann irgendwann den Mono-Knopf wieder ausmachen, dass es einigermaßen klingt. Ich gucke noch mal kurz in den Chat rein. Wollte mit Trigger üben, lese ich gerade von Jimmy Blue. Ich werde gleich vielleicht sogar zum Triggern kommen, weil ich, wie gesagt, mit dem Snare-Sound so unzufrieden war. Könnte ich sein, dass ich gleich Steven Slate Trigger verwende. Und dass wir da mit dem Snare-Sound noch ein bisschen arbeiten. Aber jetzt gucken wir erstmal mit den gegebenen Spuren, gucken wir mal, wie wir das machen. Achso, noch eine, ich habe so viele Ankündigungen schon gesagt. Noch eine Sache, ich werde heute frei mischen, das heißt, ich werde auch frei bei den Plugins sein. Ich werde mich heute nicht reduzieren auf irgendwelche Plugins, die bei Logic, Studio One oder sonst was mitgeliefert werden, sondern ich werde heute einfach mal in die große Kiste reingreifen und mit allen Plugins mischen, die ich so habe und die mir so unter die Finger fallen. Da wird vielleicht das ein oder andere Schmankerl auch nochmal fürs Auge dabei sein und mal zu sehen sein, wie ich damit mische. Also, heute keine Beschränkung, außer dass wir in Mono mischen und jetzt geht es aber auch wirklich los. Los geht's. So, Kopfhörer auf. Alles ist Mono, alles ist runtergezogen und nur die Busse sind offen und dann gucken wir mal und hören uns als erstes mal die Bassdrums an. Ich habe mit 3 Mikrofonen aufgenommen, was ich heutzutage auch nicht mehr mache, beziehungsweise nicht mit diesem Mikrofon. Das erste Mikrofon ist ein Audix D6, könnte ich mal dahinter schreiben. Audix D6, ein Spezialmikrofon für Bassdrum und Bass. Warte, ich muss mal kurz das Mikro. Ein Spezialmikrofon für Bassdrum und Bass, was so eine spezielle EQ-Kurve schon eingebaut hat und dementsprechend da ganz gut funktioniert. Das habe ich vorne am Schallloch stehen. Vielleicht hast du schon mal in einem anderen Live-Mix gesehen, wo ich das genau stehen habe. Ich glaube, im letzten Live-Mix habe ich es schon mal gezeigt. Nummer 15 müsste ich es gezeigt haben, wo es steht. Oder vielleicht noch einer davor. Egal. Dann habe ich meine Bassdrum Sub. Das ist ein alter NS-10M Speaker, wisst ihr noch, diese Monitorboxen von Yamaha mit dem weißen Speaker? Diesen weißen Speaker, den habe ich zu einem Mikrofon umgearbeitet, Kabel dran gelötet, an einem Mikrofonvorverstärker angeschlossen und der heißt BD Sub, also Bassdrum Sub. Dementsprechend heißt der Name nur das, was dieser Speaker auch macht. Der bringt wirklich nur ganz tiefe Frequenzen mit rüber und sorgt für ordentlich Schub untenrum. Mit dem bin ich mittlerweile aber ein bisschen sparsam geworden und bei normalen Aufnahmen brauche ich den mittlerweile schon fast gar nicht mehr. BD Beater ist, also Bassdrum Beater, ist eine Spezialspur, die ich bei diesem Mix damals zu dieser Zeit auch, also habe ich zu der Zeit immer aufgenommen und bei diesem Mix natürlich dann auch. Ich habe ein MD421 Mikrofon von Sennheiser quasi in der Bassdrum direkt vors Fell gestellt. Das heißt, das ist quasi direkt am Beater, da wo der Klöppel von der anderen Seite gegen das Fell klopft, da stand dieses Mikrofon. Und ohne es zu wissen, habe ich damit tatsächlich eine Technik kopiert, die Bruce Swedien, der ehemalige Mischer oder der Mischer von Michael Jackson, von den wichtigsten Alben von Michael Jackson, immer gemacht hat. Der hat nämlich seine Bassdrum immer nur mit einem MD421 aufgenommen, was man gar nicht meinen mag. Das ist ja dieses berühmte Reporter-Mikrofon, was die damals gehabt haben, dieses, was eigentlich in jeder Pressekonferenz in den 70ern stand, so ein beigefarbenes, komisches mit so einem silbernen Korb. Und das hat Bruce Swedien auch immer in die Bassdrum reingestellt und damit unter anderem von fast allen Bassdrums, die du bei Michael Jackson Songs hörst, von Off the Wall bis Thriller, damit die Bassdrum gemacht. Mit diesem Mikrofon. Guck mal. Und ich habe auch eins drin, habe es also kopiert, ohne es zu wissen. Aber ich bin auch ganz ehrlich, bei mir klingt es, glaube ich, nicht ganz so gut. Aber ich benutze es, um den Klick in die Bassdrum reinzukriegen. Das heißt, die Bassdrum hat ja ein Fundament, hat einen Ton und hat den Klick. Und diese drei Bereiche kann man durchaus abdecken. Mit dem Sub kann man das Fundament abdecken. Das D6 kann den Ton mitbringen und das Beater-Mikrofon kann dann den Klick mitbringen, damit die Bassdrum auch sich auf kleinen Speakersystemen durchsetzt. Also schauen wir mal, wie das D6 klingt. Und ich suche mir meine Stelle, wir gehen mal hier in den letzten Refrain rein, da sollten wir dann auch alles hören können. Und wir hören, ich höre das Fell, ich höre den Kessel, aber so richtig geil klingt es nicht, ne? Und da sind wir an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ja, also so richtig super aufgenommen finde ich das nicht, da hat sich meine Aufnahmetechnik in den letzten Jahren doch ein kleines bisschen verbessert. Ja, man hört viel wummerndes Fell auf jeden Fall. Ich weiß, vielleicht habe ich das auch noch woanders stehen gehabt. Vielleicht stand es sogar vor dem Fell. Hören wir mal in das zweite Mikro rein. Das ist das Sub-Mikro. Ja. Und das Sub-Mikro macht natürlich genau das, was wir von ihm erwarten. Das macht so richtig Druck unten rum. Wenn ich jetzt einen Subwoofer anhätte, dann würde der auch schön spucken. Gucken mal, ich mache mal einen Equalizer ran, können wir ein bisschen gucken, was der macht. Und da sieht man es schon hier in der Kurve. Der drückt hauptsächlich bei 50 Hertz. Das ist ein Bereich, wo man wirklich von Schub untenrum sprechen kann. Da müssen wir vorsichtig mit sein, dass wir davon nicht zu viel dazugeben, weil ich das jetzt über den Kopfhörer auch nicht so gut kontrollieren kann. Deswegen werde ich damit auf jeden Fall sparsam sein. Und Jimmy Blue schreibt vielleicht Mike verstaubt oder vom Gesang zugesabbert. Erstens, beim Gesang habe ich es noch nie benutzt, weil da klingt es einfach nicht. Und zugestaubt, das wäre das erste Mikrofon, vor allem dynamische Mikrofon, das zugestaubt wäre. Oder ist das ein relativ neues Mikrofon? Ich glaube nicht, dass das zugestaubt ist. Aber egal, gehen wir mal weiter hier. Bassdrum Sub haben wir gehört. Hören wir uns mal den Beater an. Der klingt so. Sehr mittig. Klickig, mal gucken, wo der kommt. Hat aber einen Druckpunkt bei 100 Hertz. Das ist ein Bereich, wo der Bass gerne auch mal vor sich hin fummelt. Und dann haben wir hier hinten bei, was ist das, bei 700 Hertz? Hören wir mal kurz rein. Ich gehe mal raus aus dem Zoom. Ja, bei 800 Hertz. Da hat er einen Klöck. Mal gucken, ob wir das gleiche im Mix nutzen können, diese Frequenz. Ich nehme die nochmal raus und so weiter. Ich schiebe jetzt mal einen groben Bass-Sound, Bassdrum-Sound zusammen, dann gucken wir mal, wie sich das genau verhält. Ich nehme mal als Basis die Bassdrum-Sub. So, wie laut sind wir ungefähr? Die Peaks ungefähr bei 9. Kann man hier sehen. Die Peaks ungefähr bei zwischen minus 9 und minus 12 dB von oben runter gerechnet. Das sollte ungefähr reichen, um genügend Headroom für später zu kriegen. Geben wir nochmal die mit dem Ton dazu. Klingt schon sehr räumlich, die Bassdrum, ne? Weiß nicht, ob ich das gut finde. Wir gucken mal kurz in die Spuren rein, wie sich die Phasenlage von denen verhält, weil die habe ich nämlich nicht überprüft. Mal gucken, wo finden wir denn hier eine Bassdrum? Wenn wir mal ausschließen können, dass sie sich gegenseitig auslöschen, weil das kann ich über den Speaker auch nicht so gut, über den Kopfhörer nicht so gut hören. Gucken wir mal, wie hier die Phase ist. Also hier geht es nach oben, geht die Welle nach oben weg, darunter geht sie auch nach oben weg. Und dann gucken wir nochmal einen tiefer, da geht die Welle auch nach oben weg. Das heißt, die Phasenlage scheint stabil zu sein. Hier einigermaßen ein bisschen verschoben. Da ist die Welle oben, da ist sie auf der Mitte. Hier ist sie unten, da ist sie auf der Mitte oben. Nee, ich glaube, die passen wir tatsächlich doch nochmal an, die Phase. Normalerweise würde ich das händisch machen. In diesem Fall habe ich ja gesagt, dass ich frei mischen darf und dementsprechend gucken wir mal, dass wir das jetzt mit einem Plugin machen, das ich habe, und nehmen dafür, jetzt mache ich die Equalizer mal kurz wieder weg, die wir hier haben, nehmen dafür ein Plugin und zwar das Auto Align. Das werden einige von euch schon kennen. Wo ist denn das? Mal kurz gucken, von welchem Hersteller das nochmal war. Nicht von der Plugin Alliance. Da, von Soundradix ist es, genau, das Auto Align. Und das Auto Align hat die tolle Funktion, dass es, wenn du ein Signal mit verschiedenen Mikrofonen aufnimmst, dass es automatisch analysiert. Es nimmt eine Masterspur und dann zwei zwei nachgeschaltete Spuren, die sich daran orientieren an der Masterspur, und richtet die aneinander akustisch aus. Wie auch immer das funktioniert, kann ich nicht genau erklären, aber es ist sicherlich eine zeitliche Verschiebung. Es hat auch was mit der Polarität zu tun, die geändert wird. Und das habe ich jetzt hier auf die, was nehmen wir mal als Basis? Als Basis nehmen wir mal die, Subspur als Basis. Und da stelle ich dann hier bei dem Sound, bei dem Auto Align stelle ich die Subspur als Send ein. Und die sendet jetzt auf ihr Signal auf Kanal 1. Und jetzt muss ich das Plugin im Prinzip nur auf die anderen beiden Spuren auch kopieren, auf denen ich das haben will. Und stelle jetzt hier ein, dass es nicht sendet, sondern dass diese jetzt jeweils, also die anderen beiden Bassdrum-Plugins, dass die empfangen auf Kanal 1. Einmal hier und einmal, das ist der Sender. Warte, jetzt muss ich noch das Klick nehmen. Habe ich jetzt das? Da ist der Beater, genau. Das machen wir aus. Und dann stellen wir das hier auch auf Empfang. Und jetzt orientieren sich quasi der Beater und das D6 an der Bassdrum-Sub. Und wenn ich jetzt spielen lasse, dann muss ich das im Prinzip nur rechnen lassen. Also muss ich das einmal laufen lassen und kann ihm jetzt hier sagen, was er detektieren, also herausfinden soll. Einmal Delay oder Delay und Polarität. Und weil ich ja gerade schon gesehen habe, dass die Polarität nicht ganz sauber zu sein scheint zwischen den Spuren, mache ich auf jeden Fall Delay und Polarität. Klick also hier drauf und dann lassen wir es einfach mal laufen und drücken auf Detect. Zack. Und dann macht das Tool das, was es machen soll. Analysiert, was zwischen diesen beiden Spuren stattfindet, jetzt zwischen der Bassdrum Sub und dem Beater, und wird uns dann ausrechnen, ob es die Polarität ändert und vor allem, wie viel Unterschied zwischen den beiden Signalen ist. Hier hat er jetzt 5 Millisekunden Laufzeitunterschied festgestellt und hat die Polarität umgedreht. Wie man hier sehen kann, der hat den Schalter hier nach unten gelegt, das heißt, die Polarität ist umgedreht worden. Und das Gleiche machen wir jetzt auch bei dem D6, lassen das auch mal detektieren. Und dann sollten die drei Signale auf jeden Fall phasengleich sein und dementsprechend können wir sicherstellen, dass es da keine Auslöschungen zwischen den Signalen gibt. Auto Align, super Tool, super easy. Ich meine, klar kann man auch händisch machen, aber Auto Align ist irgendwie dann doch eine sehr... ja, eine sehr lockere Variante hier, das zu machen. Mal eben schön. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. So, hier zwischen Bassdrum Sub und D6 hat er jetzt 55 Millisekunden Unterschied herausgefunden und die Polarität nicht angefasst. So, jetzt können wir auf jeden Fall sicherstellen, dass die Programme hier, dass die Signale alle phasenstabil sind und phasengleich sind, und jetzt können wir damit dann auch unseren Sound machen. Also ich habe ja gesagt, die Bassdrum Sub nehmen wir als Basis und hören mal jetzt hier, ob wir dann den Beater dann dazugeben. So, die route ich jetzt mal direkt auf einen Bus, den ich Bassdrum nenne. So, hinten ist ein neuer Bus angelegt worden. Jetzt kommen wir zu einer Kleinigkeit, die mich an Logic schon immer genervt hat. Bassdrum komplett nenne ich den Bus mal, denn man kann leider die Busse hinten nicht sortieren. Bei jeder anderen DAW kann man das, aber hier kann man das nicht. Normalerweise würde ich diesen Bus jetzt hier rüberschieben, um den jetzt hier neben die Drums zu schicken, aber das geht bei Logic nicht. Ich weiß nicht, warum die das nicht hinkriegen. Wir sind mittlerweile in Version 10.4. Ich benutze das Programm seit Version 3, aber irgendwie haben die es bis heute nicht für nötig befunden, dass man die Busse händisch auch sortieren will. Es gibt einen Trick, den zeige ich dir später, aber tja, das. So, wir haben die Bassdrum also zusammengefasst, hier komplett, und wir gucken mal mit dem Equalizer als Analyzer-Ersatz quasi, wie sich die Bassdrum verhält. Wir haben immer noch einen Mega-Peak hier bei 50 Hertz, das ist aber der Druckpunkt von dieser Bassdrum. Ich mache mal einen Sicherheits-Low-Cut bei 30 Hertz, lass den mal ein bisschen laufen und mal kurz hören, dass wir die vielleicht schon ein bisschen positiv gestalten können. Wir haben ja den Sound schon gestaltet, indem wir die drei Kanäle gegeneinander ausgesteuert haben in den Pegeln. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier den Sound noch ein kleines bisschen mehr formen. ein bisschen mehr Klick haben hier. So, weil ich jetzt hier aber so stark anheben muss, möchte ich das jetzt nicht mit diesem Equalizer machen. Ich benutze diesen Equalizer normalerweise zum Aufräumen und nicht unbedingt, um damit den Klang zu färben. Kann man auch, aber dafür nehme ich dann lieber Plugins, die dafür besser geeignet sind. Und nehme jetzt hier mal nur ein bisschen raus. Das heißt, ich mache mit diesem Plugin nur Subtraktion. Also ich entferne aus dem Sound irgendwas, was mich stört. Hier der Pappe-Bereich zum Beispiel hier. Und jetzt gucken wir mal, dass ich dahinter direkt einen Pultec schalte, mit dem möchte ich dann bitte dafür sorgen, dass das Gerät ein kleines bisschen mehr Klick bekommt. Wo ist denn der Pultec? Nicht, dass du glaubst, dass ich alle Plugins von denen hier habe, die sind nur alle installiert. Also ich bin jetzt nicht der reichste Mann der Welt, der sich alle Universal Audio Plugins leisten kann. So, da ist das Legacy. Damit, mit diesem passiven Equalizer können wir auf jeden Fall schon einiges formen. Und gucken mal, dass ich hier die Bassdrum noch ein bisschen forme. Ich möchte den Klickbereich, denke mal, der wird so bei 4 oder 5 Kilohertz liegen. Und den heben wir jetzt mit dem Boost mal an. Breitbandiger, ein bisschen schmalbandiger, ne. Kriegt auf jeden Fall ein bisschen mehr Form, ein bisschen mehr Klick. Aber so richtig... Nee, so richtig will er sich nicht hinaddieren. Lassen wir erstmal so stehen. So, jetzt gehen wir mal die Snare an als nächstes. Ich lasse die Bassdrum jetzt erstmal so stehen. Mal gucken, ob wir sie später nochmal anders gestalten. Nehmen wir die Snare. Du wirst dich wundern, warum ich keinen Kompressor nehme. Ne? Brauche ich ja noch gar nicht. Im Moment habe ich noch nicht festgestellt, dass die Bassdrum irgendwie untergehen sollte oder sonst was. Irgendwie dementsprechend können wir jetzt hier noch ohne Kompressor arbeiten. Hören wir uns mal die Snare an. Die schalte ich jetzt mal auf Solo. Also als erstes das Snare-Top-Mikrofon. Das müsste damals ein Shure Beta 57 gewesen sein. Und ja, das ist meine alte Snare. Mit dem Sound war ich zu der Zeit nicht 100% zufrieden und dementsprechend bin ich das auch jetzt nicht. Die ringt. Ich bin halt kein Schlagzeuger, dementsprechend. Ich kann eine Gitarre stimmen, aber ich kann kein Schlagzeug wirklich so stimmen wie ein Schlagzeuger. Vielleicht sollte ich mir das von Pete, dem Drummer, mal zeigen lassen. Auf jeden Fall haben wir hier das ich schreibe das mal dahinter, damit das auch klar ist, das Beta 57 war das. Und dann haben wir noch Snare Bottom. Da erkläre ich jetzt mal nicht, welches Mikro das war, denn das war so ein altes Biodynamic RE oder Revox RE 200 oder 201, wie das heißt. Aber da hören wir uns mal kurz das Snare Bottom Mikrofon an, wie das klingt. Das schnarrt und das soll es auch eigentlich, weil es ist ja der Teppich unter der Snare. Und auch hier gucken wir uns mal kurz die Phasenlage von den beiden Signalen an, denn normalerweise ist das Signal von Snare Bottom umgekehrt zu dem, was bei der Snare spielt. Hier haben wir einen Snare-Schlag mal stehen. Gucken, dass wir beide hier drauf kriegen und mal gucken, wie die Phasenlage von den beiden Signalen ist. Hier ist ein Ausschlag nach unten bei dem Mikrofon. Da ist hier einer Tendenz nach oben. Hier ist was nach oben. Hier ist der Ausschlag nach oben. Da unten ist er nach unten. Hier ist er nach oben. Da ist er nach unten. Das heißt, ich würde mal vorschlagen, dass wir hier entweder auch das Auto Align benutzen oder einfach ein normales Tool, das Gain-Plugin, um mal gucken. Dann machen wir mal nach Gehör. Machen die Snare mal nicht mit dem Auto Align, sondern machen wir die mal nach Gehör. Mal gucken, wie sich die beiden verhalten. Ich schiebe sie mal beide gleich laut hoch. Und wir gucken mal, wie die beiden sich zusammen verhalten. Schalte ich mal auf Solo. Und mal gucken, wenn ich bei dem Snare Bottom die Polarität ändere, was dann passiert. Kann ich hier mit dem Tool, mit dem ich gerade auf Mono gestaltet habe, wenn das als Mono-Instanz gewählt wird, kann man hier natürlich nicht zwischen Mono und Stereo umstellen, aber man kann immer noch die Phase umdrehen von dem Signal. Und wenn ich jetzt das Plugin aktiviere, ist die Phase gedreht. Gucken, ob wir einen Unterschied hören. Ich gucke mal irgendwie, dass sie so ungefähr gleich laut sind. Und achte mal drauf, ob sich im Bottom-End, also im Bottom-End, im unteren Frequenzbereich, sagen wir mal auf Deutsch, ob sich da im Druckbereich ein bisschen was ändert, ob es dünner wird oder ob es dicker wird, das Signal. Also ich finde, man hört ziemlich deutlich, wenn ich die Phase umdrehe, dass die Snare insgesamt fetter unten rum wird. Ich spiele es nochmal ab, ich mache es nochmal aus. Ist an. Ja, also hört man ganz deutlich, dass die Bassdrum untenrum ein bisschen mehr Druck kriegt und dementsprechend haben wir das Phasenproblem dann hier an dieser Stelle gelöst und können mit der Snare dann so weiterarbeiten. Ich guck mal, dass wir den Snare-Sound vielleicht... Schön ist er nicht, aber den routen wir auch mal auf einen Bus, damit wir den auch separat bearbeiten können. Und gerade kam schon die Frage auf, ob ein Bus ein Effektweg ist. Nein, ist es nicht oder nicht ausschließlich. Ein Bus ist im Prinzip nur ein Kanalzug, wo man mehrere Kanalzüge, den Ausgang von diesen mehreren Kanalzügen dahin routen kann, dahin schicken kann und dann werden alle diese Signale einfach auf diesem Bus unter einem Fader zusammengefasst und kombiniert zusammen bearbeitet. Man kann natürlich auch auf einem Bus Effekte reinladen und die dann zumischen, aber in dieser Form, wo wir es jetzt hier machen, also wenn ich die Ausgänge von den Signalen hier hinschicke, dann ist es einfach ein Bus, der die Signale zusammenfasst. Wenn ich das mit einer über den Send schicke hier, dann ist es noch eine andere Geschichte. Das erkläre ich aber gleich, wenn wir mal zu den Effekten kommen. Ich glaube, das sollten wir dann an dieser Stelle mal nicht zu ausführlich machen. So, da haben wir die Bassdrums und den Bus nehmen wir jetzt Snare komplett. Schlückchen trinken. Prosit in die Runde. Schön, dass ihr da seid. Gucken, dass die Stimme auch da bleibt, ne? So. Danke Frank, dass du den Link nochmal geteilt hast. Bei den Downloads ist es aber glaube ich nicht... Achso, das ist der Link zu den Spuren, genau. Das ist der Link zu den Spuren. Also falls ihr verpasst haben solltet, euch diese Spuren runterzuladen, könnt ihr das unter dem Link machen, den der Frank gerade gepostet hat. Ansonsten auf meiner Homepage unter recordingblog.com. So, machen wir den Kanalzug noch, den Bus noch rot, damit ich auch weiß, dass es ein Drumbus ist. Und formen wir auch mal den Snare-Sound ein kleines bisschen. So... Erstmal einen Low-Cut. Habe ich neulich für auf den Deckel gekriegt, warum ich immer einen Low-Cut setze, das würde das Signal zerstören. Aber ganz ehrlich, ist mir wurscht. Ich mache das trotzdem, weil ich möchte unten ein sauberes Signal haben und benutze den Low-Cut. Nehme ich hier bei 500 Hertz ein bisschen raus. Wir sehen, dass der hier zwischen, was ist das hier, ungefähr bei 150 Hertz hat die, ihren Druck und ihren Ton. Da will ich auch gar nicht rangehen, das will ich gar nicht beschneiden, aber wir haben hier irgendwo eine Resonanz in dem ganzen Ding drin und wir gucken mal kurz, ob wir die finden können mit der Sweep-Methode. Dazu nehme ich ein Filterband, stelle den Q ganz hoch, also die Qualität des Filters ganz schmal und fahre jetzt einfach mal hier, ich denke mal, das wird so im Bereich 500 Hertz sein. Da haben wir eine Resonanz aus der Trommel raus und die möchte ich gerne raushaben. Und wenn du feststellst, dass das Signal sich, dass sich das gegenseitig befruchtet, dass das so eine Art Feedback-Sound-Qualität kriegt, dann bist du genau auf der richtigen Frequenz, die du eigentlich beseitigen solltest. Hören wir mal kurz, ich sweepe mal ein kleines bisschen hier rum. Da. 520 Hertz, bei 520 Hertz fängt das Signal an zu ringen. Das ist also die Frequenz, die ich haben will und die ich einfach rausziehe. Und dann ist da noch eine. Das ist der Ton. Nehmen wir mal ein anderes Band. Da. Genau 400 Hertz, da fängt es auch an zu ringen, das möchte ich auch rausziehen. So, jetzt müsste die Snare schon deutlich sauberer klingen. Ich mache mal den Equalizer aus. Und jetzt an. Genau. Jetzt möchte ich noch ein bisschen hier bei 2 Kilohertz ein bisschen anheben. Habe ich noch ein Band übrig, das gelbe hier hinten. Mal gucken, irgendwo, dass wir ein kleines bisschen Knack dran kriegen. Ah, machen wir am besten vielleicht auch mit dem Pultec, den ich gerade schon hatte. Machen wir mit diesem hier nur aufräumen und mit dem Pultec machen wir mal den Sound schön. Das heißt, du siehst, ich nehme 2 Equalizer, einen zum Aufräumen, ein Werkzeug quasi und einen, um den Sound ein bisschen zu färben. Das machen wir mit dem Pultec jetzt wieder. Den drehen wir nochmal zurück. Mal gucken, wie der Sound jetzt klingt, wenn ich hier einen kleinen Klickbereich reinkriege für die Snare. Mal ein bisschen breitbandiger. So. Ne, bei 5 Kilohertz heben wir einfach mal ein kleines bisschen an und lassen das einfach mal so stehen. So, jetzt mischen wir Bassdrum und Snare zusammen. Mal gucken, wie die beiden zusammen klingen. Achso, muss den Solo ausstellen, ne? Sonst wird das nichts. Das ist jetzt zu laut. dB-Drum sollte hier ungefähr bei minus 12 bis minus 9 dB sein. Das heißt, die muss ich jetzt hier erstmal runternehmen, damit ich noch gleich genug Platz habe für meinen Mix. Ich möchte ein bisschen Headroom haben. Drehe das Gesamtsignal jetzt runter, bis ich ungefähr so in der Range bin. Damit wir nicht zu laut werden. So. Und jetzt die Snare dazu. Und wir hören jetzt schon, dass hier eine ganze Menge Hi-Hat drauf ist auf dem Signal. Ne? Deswegen machen wir vielleicht nochmal ein Gate drauf. Und dann nehmen wir nicht irgendein Gate, sondern wir nehmen das vom FabFilter. Das Pro G. Du siehst, heute darf ich mal in die große Tasche reingreifen mit den Plugins. Und wir hören mal kurz, dass wir die Snare ein bisschen sauberer kriegen. Stelle ich meistens auf Clean. Dann den Look Ahead, also guck nach vorne, dass er ein bisschen rauf hört. Attack-Zeit auf gering, damit er nicht den Transienten vorne abschneidet. Und dann die Haltezeit so, dass es einigermaßen natürlich klingt. So, jetzt noch den Threshold. Machen wir kurz die Bassdrum aus, damit ich auch wirklich nur die Snare höre. Genau einstellen, so. Und ich könnte jetzt mit der Range hier einstellen, wie viel er wegnimmt, alles. Oder das ganze Signal durchlässt. Oder dass er so ein bisschen von der Hi-Hat durchlässt. Mal gucken, wie das klingt. Man hört so im Hintergrund, dass es noch so ein bisschen mitläuft, ne? Ich möchte die schon ziemlich gut rausnehmen, die Hi-Hat. Lass uns mal so stehen. Ein bisschen kann nicht schaden, ein bisschen Schmutz ist immer gut. So, jetzt haben wir also Bassdrum und Snare. Nehmen noch ein bisschen. Ich mache mal die Bassdrum auf minus 6 dB, dann haben wir einen Startpunkt. So. Als nächstes gehen wir mal die Overheads dazu. Auch die route ich mal direkt auf einen Bus. Den können wir dann direkt neben die Snare stellen. So, haben wir hier hinten einen Bus, den nehmen wir Overhead komplett. Komplett oder Kumpel, mache ich ja normalerweise Abkürzung. So, und machen den wieder rot, damit ich weiß, dass der hier zum Schlagzeug gehört. Und bei den Overheads ist es natürlich so, wir mischen in Mono. Kurz überprüfen, ob es auch so ist. Ja, wir sind im Mono. Und die Overheads kommen aber natürlich nach links und nach rechts außen. Das heißt, das ist das Erste, was wir jetzt im Stereopanorama quasi verteilen, wo wir uns dann aber später davon überraschen lassen müssen, was das für einen Eindruck wohl macht. Das heißt, linke und rechte Spur sind jetzt zusammengefasst. Und wir geben jetzt mal die Overheads leicht dazu. Je nach Geschmack mache ich das jetzt hier. Ich regle die mal hier auf 0 und mache das hinten am Bus. Das heißt, die sind jetzt hier quasi Faders ab, Fader nach oben. Und dann gehe ich mal rüber und mische jetzt mal die Overheads dazu. Und schon sieht man, dass daraus aus den beiden Einzelspuren jetzt plötzlich ein Schlagzeug wird. Und zwar ein sehr räumliches Schlagzeug. Ich glaube, ich habe das damals mit zwei NT5 von Rode, links und rechts jeweils in breiter Aufstellung. Ich weiß gar nicht, wie die Aufstellung genau heißt, muss ich nochmal nachgucken. Ich glaube, das ist nicht XY, sondern vielleicht weißt du es da draußen, vielleicht kannst du es mir mal kurz reinschreiben, wenn über dem Schlagzeug links und rechts oben drüber jeweils in breiter Aufstellung die beiden Mikrofone drauf. Mir fällt es jetzt nämlich gerade nicht ein. Vielleicht bist du da schlauer als ich, kann ich gleich nochmal was lernen. Wie gesagt, von oben kamen die runter, links und rechts waren sie aufgestellt, zwei Kleinmembraner. Jetzt möchte ich aber, glaube ich, da drin die Snare nicht hören. Wir hören mal kurz Solo, wie das Solo klingt. Wir hören viel Becken und wir hören die Snare aber auch sehr prominent. Die Snare möchte ich aber nicht hören in den Overheads, das heißt, ich möchte die ein kleines bisschen rausbekommen und das geht mit einem Trick mit einem Kompressor. Da nehme ich jetzt dieses Mal den Kompressor, der mitgeliefert wird hier bei Logic. Nehmen wir den roten, den mag ich sehr gerne und stellen hier oben mal die Sidechain auf den Bus von unserem, wo ist er? Auf dem Bus hier unten, Bus Bassdrum, da. Genau, den Bus 2. Das heißt, dieser Kompressor wird jetzt durch die über die Sidechain von der Snare. Ich erzähle hier schon Quatsch, ne? Wir müssen das Snare-Signal natürlich, ich will ja die Snare raus haben, nicht die Bassdrum. So, also die Snare, das Snare-Komplettsignal vom Bus steuert jetzt diesen Kompressor und du wirst sehen können, dass die Kompressornadel immer nur ausschlägt, wenn die Snare kommt. Das ist durch die Steuerung durch den durch den Sidechain und wir gucken mal, dann muss ich den Auto-Gain hier ausstellen und die automatische Steuerung stelle ich auch aus. Attack-Zeit auf schnell, damit er die Snare schnell rausnimmt und er komprimiert dann immer, wenn die Snare schlägt. Schlägt die Snare auf dem Kanal, dann wird das Signal von dem Overheads komprimiert und zwar um einen gewissen Faktor, vielleicht nehme ich 5, 6 dB raus und guck mal, dass ich dadurch den Sound der Snare in den Overheads, dass ich den dadurch rauskriege. Gucken wir mal. Threshold runterdrehen. Dann muss ich die Snare auf Solo stellen, damit es geht. So. Also Solo kann man es jetzt nicht hören. Wir können es nur sehen. Komisch, dass er das nicht ohne die Snare macht, ne? Also er lässt sich dann nicht irgendwie. Vielleicht muss ich die andersrum Solo schalten. Ich schalte nochmal das Solo. Nee. Naja. Lassen wir es einfach dabei. Man kann es jetzt nicht hören, warum das Programm das jetzt nicht auf das Ohr schaltet, weiß ich jetzt keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wir gehen mal davon aus, dass das richtig ist, was ich gesagt habe. Also die Snare verschwindet aus den Overheads, immer wenn sie schlägt, dadurch, dass ich das per Sidechain hier über den Kompressor gemacht habe. Scheint ein Bug hier zu sein. So. Ihr unterhaltet euch fleißig. Die AB-Aufstellung. So ist es. Vielen Dank in die Runde. Das war die AB-Aufstellung. Ihr seid so gut. Ja, da hast du wohl recht, Tabri. Genau. Du hast so recht, Tabri. Ihr seid so gut. So, gucken wir mal. So, jetzt sollte der Einfluss der Snare in den Overheads deutlich geringer sein. Ich mache den Kompressor mal aus. Na, da hörst du schon, dass die Snare deutlich präsenter wird. Und an bleibt mehr der Sound von den Snare-Mikrofonen übrig als derjenige in den Overheads. Aber ich bin ganz ehrlich, so richtig geil finde ich das nicht. Wir gucken mal, was wir noch machen können, ne? Wir haben eine Hi-Hat, die wir noch dazugeben können. Und die Hi-Hat, dann kurz mein Steuerprogramm wieder anmachen. Das hat sich hier gerade verabschiedet, damit ich dann später auch die Kameras wieder steuern kann. Sekunde, kleine Ablenkung am Rande. Überbrückungsmusik. Überbrückungsmusik. So, das sollte reichen. Ja, perfekt. Jetzt kann ich wieder hin und her schalten. Ich brauche das nämlich, um hier hin und her zu schalten. Hallo. Und wieder hier hin zu schalten. Hallo. So, also. Geben wir mal die Hi-Hat dazu und gucken wir mal, was die macht. Einmal auf Solo. Ja, auch die Hi-Hat-Becken habe ich mittlerweile ausgetauscht. Die haben mir nämlich auch nicht gefallen. Und ich glaube, ich habe die auch nicht besonders gut aufgenommen. Tatsächlich sollten wir da am Sound auf jeden Fall was ändern. Und da nehmen wir mal den normalen Equalizer. Scheppert ganz schön, ne? Furchtbar. Normalerweise würde ich untenrum doch einiges drin lassen in der Hi-Hat, weil die durchaus auch Informationen ja, im Bereich 100 bis 300 Hertz hat. Irgendwie, aber in diesem Fall ist der Sound wirklich so furchtbar. Also ich weiß gar nicht, warum ich den damals gut gefunden habe. Oder vielleicht habe ich ihn einfach nur hingenommen, weil ich gedacht habe, das muss so. Das ist nicht schön. Wir nehmen mal nur das Zisseln hier raus. Und da ist aber noch irgendwo... Da... So, lassen wir es mal dabei und ich nehme auch ein bisschen Höhen raus. Wir nehmen nicht die Höhen mit einem High-Cut raus, sondern wir machen das mit einem De-Esser. Ich schmeiß mal einen De-Esser drauf. De-Esser kann man sehr schön auch auf der Hi-Hat benutzen. Dann kann der einem nämlich auch schön... Ne, dann fängt er und wird das ein bisschen seidiger. Das ist so wie dieser Lispel-Effekt, wenn man zu viel De-Esser auf die Stimme macht. Mal ohne. Mit. Ja, die klingt wirklich nicht gut. Man hört das Blech wirklich, aber so richtig schön klingt das nicht. Ich mische sie mal dazu nach Geschmack. Und die sollte, wenn ich das richtig gehört habe, jetzt müssen wir mit dem Panorama aufpassen, dass man da nicht durchkommt. Ich schiebe sie mal ein kleines bisschen nach links, so 10 nach links. Muss ja gleich eh nochmal ran, wenn wir dann dazu kommen, dass wir hier alles zusammen haben. So, ich guck mal, was wir noch haben. Die Toms haben wir noch, die machen wir später im Mix, wenn wir dazu kommen und nehmen jetzt nochmal das. Was haben wir denn hier noch? Zusammen haben wir noch ein Ride-Becken. Was macht das Ride-Becken? Ich höre mal hier kurz rein, was das Ride-Becken macht. Solo, wie klingt das? Gar nicht. Warum höre ich das nicht? Ist da nichts drauf? Hm? Achso, weil es auf 0 steht, ja klar. Bildet aber das Schlagzeug ganz gut ab, ne? Lassen wir es mal erstmal so stehen. Das Ridebecken hat, glaube ich, keine Funktion. Bin ich überhaupt auf dem Ridebecken drauf gewesen? Ich glaube nicht. Lassen wir das erstmal weg. Die Toms machen wir dann auch nochmal. Achso, guck mal, die eine Tom habe ich die Ridebecken-Spur sauber geschnitten, aber nicht die Tom-Schnur. Das ist Spur, das ist ja auch ein Ding. Gucken, was die Tom-Spur zu sagen hat. Wenn man schlecht vorbereitet ist, ne? Das schwingt einfach nur mit. Das heißt, Tom 1 ignorieren wir auch. Wir haben dann noch hier Tom 2. Das hören wir aber uns mal kurz an. Wo wir jetzt schon mal dabei sind, können wir doch eben das Tom machen. Ne? So, stellen wir mal hoch, gucken, wie das Tom klingt. Hier nehmen wir mal hier so einen kleinen Loop. Solo aus. Right Blacken bleibt aus, genau. Bow. Ja, haben wir nicht richtig sauber geschnitten, machen wir erstmal hier ein bisschen sauber, dass da auch wirklich nur das Tom übrig bleibt. Und dann mit dem Fade-Tool hier machen wir mal eben einen kompletten Track hier, hier vorne auch. Das war ja das automatische Freischneiden, was ich da neulich gezeigt habe im Video, wo die Stille entfernt wird. Aber hier soll ja wirklich jetzt nur der Tom-Schlag übrig bleiben. Dementsprechend gucken wir mal eben, dass wir das hier noch sauber schneiden. Das ist ein bisschen Handarbeit, aber das lohnt sich in jedem Fall, weil dann bleibt wirklich nur der Tom-Schlag übrig. Hier auch, das sind diverse Tom-Schläge. Aber dann kann man auch ausschließen, dass die Hi-Hat hier auch reinschießt in den Tom-Schlag oder die Snare. Und wie gesagt, bei meisten Tracks ist das so, dass man hier überhaupt kein Problem kriegt dadurch, dass man hier das sauber schneidet und dann nicht ein Gate für braucht, weil ein Gate ist dann doch immer sehr unpräzise. Das kann man wie bei der Snare gerade machen, wenn die regelmäßig spielt, aber bei so einem Tom kann man über so einen Freischnitt, glaube ich, das bessere Gate machen. So, jetzt haben wir es hier freigeschnitten, dann nehmen wir mal einfach hier diesen Bereich, wo das Tom ein bisschen mehr spielt, ne? Okay. Klingt ja auch interessant. Hören wir mal rein. Hat einen Druckpunkt bei 100 Hertz. Ich mache wieder einen Low-Cut rein. So. Und ich möchte aber... Tja, was nehmen wir denn da raus? Nehmen wir das mal da raus bei einem Kilohertz. Ich würde eigentlich gerne ein bisschen mehr Ton haben von dem Ding. Drehen wir mal hier bei 200 Hertz rein. Hier benutze ich jetzt mal den Equalizer, einfach nur um den Ton ein bisschen zu formen hier. Ja, dann machen wir den Q noch ein bisschen schmaler hier, 0,8. Alte Regel eigentlich beim Anheben möglichst breiten Q zu nehmen und beim Absenken kann man einen breiten oder einen schmalen Q nehmen, wie man möchte, also eine schmale Kurve. Beim Anheben lieber eher breitbandig anheben, weil schmalbandiges Anheben hört man relativ zügig und das soll auch Phasenschweinereien reinbringen, das tut es auch. Haben wir ein bisschen Klick drin, ein bisschen Ton drin. Mal gucken, wie das hier an dieser Stelle klingt. Ein Loop aus. Schiebe ich jetzt noch ein Panorama nach rechts. Ich bin ja links, Mitte, rechts Verfechter, auch wenn ich die Hi-Hat hier noch ein kleines bisschen zur Seite geschoben habe. Aber ansonsten werden alle Tracks hier hart links, Mitte oder hart rechts gepannt. Dann hören wir nochmal, wie das hier klingt. Zu laut. Ah. Lassen wir erstmal so stehen. Mal gucken, ob wir das gleich noch ein bisschen nach vorne holen können. Im Moment bin ich damit erstmal zufrieden. Wir haben noch ein Raummikrofon. Was macht das? Da gehen wir mal wieder zurück zu unserem alten Loop auf dem Refrain. Der ist hier gewesen. So, was macht das Raummikrofon? Macht Raum. Das habe ich hinten irgendwo in den Raum gestellt. Das war ein U87, was ich aufgenommen habe. Und was einfach nur Raum dazu geben sollte. und dann beschneiden wir das einfach mal hier ein kleines bisschen im unteren Bereich. Weil der Druck soll ja von der Bassdrum kommen und nicht vom Raummikrofon. Ne? Und das Hi-Hat. Ja, ist hier so bei 470 Hertz. So, und das schieben wir jetzt mal nach Geschmack noch dazu. Das geht auf den Hauptbus. Mal gucken, wie das klingt. Insgesamt ein sehr räumliches Schlagzeug. Ne? Gucken wir mal. Ich mag es ja normalerweise, wenn das Schlagzeug eher direkt klingt. Gucken, wo ihr gerade seid. Ich bin mir nicht sicher, aber dass du das. Bin mir aber sicher, dass du das super. Ich hoffe, du meinst mich. Wer schreibt das hier? Joseph Kingsley Schildhammer schreibt das. Ja, ich hoffe, dass du mich meinst, dass ich das super mache, weil ich glaube, dieses Schlagzeug ist auf jeden Fall eine Herausforderung, definitiv. Aber wir mischen das jetzt erstmal so grob zusammen, gucken mal, ob sich dieses räumliche Schlagzeug denn auch gut mit dem Mix verträgt. Weil am Ende des Tages geht es ja nicht darum, wie das Schlagzeug alleine klingt, sondern wie es im Mix klingt. Und da haben wir jetzt eine Basis erstmal geschaffen. Die Bassdrum setzt sich die... Ist schon sehr druckvoll. Ich nehme ein bisschen mehr Druck raus. Dafür... Dann müssen wir gleich nochmal gucken, ob wir da vielleicht noch ein bisschen mehr Klick reinbauen. Die Snare ist mir ehrlich gesagt... Die Hi-Hat ist zu laut, ne? Und... Ja, die Snare ist nicht wirklich geil, ne? Die ist nicht wirklich geil. Aber das machen wir gleich im Mix noch ein bisschen lauter. Da, wir können sie mal komprimieren. Vielleicht können wir dadurch den Transienten vorne ein kleines bisschen rausarbeiten. Ich nehme dafür einen 1176 und wir können hier ruhig den Revision A nehmen. Der macht auch gleichzeitig noch ein bisschen Schmutz ins Signal, was bei der Snare gar nicht so verkehrt ist. Ich möchte, dass die Attack-Zeit mittel bleibt, damit er den Transienten vorne nimmt, aber ich möchte das Signal danach relativ zügig wieder hervorholen nach der Kompression. 4:1 und dann gucken wir mal, dass wir sie ein bisschen komprimiert kriegen. So, jetzt kriegt er ein bisschen mehr Knack. Das kann man auch mit einem Transient-Designer machen, aber mit dem Kompressor sorgen wir gleichzeitig auch dafür, dass das gute Stück dann auch ein kleines bisschen konstanter spielt. So, den Rest machen wir dann gleich im Mix. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz weiter. Ich trinke noch ein Stückchen und gehe mal direkt zum Bass. Jimmy Brew schreibt, finde immer wichtig auch zu zeigen, was der Low-Budget-Bereich kann für einen Hobbymucker. Das stimmt, normalerweise mische ich ja auch mit den Low-Budget-Plugins, aber heute habe ich mal ein bisschen Spaß. Wenn wir uns schon auf Mono reduzieren, dann soll es auch ein bisschen Spaß machen. Also zumindest für mich. Deswegen habe ich heute mal freies Spiel mit den Plugins. Aber vielleicht ist ja das eine oder andere Plugin auch für dich dabei, wo du sagst, eigentlich habe ich bisher gedacht, dass ich das gar nicht brauche, aber so wie das hier funktioniert und so schnell, wie man das bedienen kann, ist das ja vielleicht eine Möglichkeit, das nächste Geld vielleicht mal an der Stelle auszugeben. Nicht, dass ich jetzt dazu ermutigen möchte, Unmengen an Plugins zu kaufen, weil das habe ich zu Genüge praktiziert und so viel darf ich dir verraten. Von den vielen Plugins, die ich bis heute gekauft habe, habe ich so wenig benutzt. Ich habe so meine Kernsachen, irgendwie die FabFilter-Sachen sind klasse, von Universal Audio die Kompressoren und die Equalizer sind klasse und ein paar Räume. Aber es gibt so viele Plugins, die ich gekauft habe, die in meiner Mottenkiste vor sich hin lodern und da sollen sie im Zweifel auch bleiben. So, also mach den Fehler nicht, sondern kauf bitte nur ganz gezielt Plugins, wenn du wirklich dir sicher bist. Meistens kann man es ausprobieren, kann feststellen, ob man das brauchen kann und dementsprechend ist man dann damit auch gut bedient. So, Schlagzeug lassen wir mal erstmal so stehen. Das sollte im Prinzip hier, also wir müssen das noch routen, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Die Schlagzeugspuren, die routen wir jetzt erstmal auf den Bus vom Schlagzeug. Drums komplett, das heißt, das Schlagzeug sollte jetzt hier auf diesem Bus hier unten komplett vorliegen. Das heißt, wenn ich den hier auf Solo schalte, haben wir Schlagzeug. Wenn ich den mute, ist das Schlagzeug weg. Okay, dann haben wir das Schlagzeug also hier erstmal auf dem Bus liegen. Gehen wir mal zum Bass. Den Bass habe ich hier auf diesem Bus auch geroutet. Hätte ich nicht gemusst, weil ich nur eine Spur habe. Aber machen wir den mal an und schieben den mal geschmeidig dazu. Wir haben hier ein Signal, was ich aufgenommen habe. Das war, das müsste der Prezi gewesen sein. Kann man den hier vielleicht sehen? Mal kurz gucken, ob ich auf die andere Kamera schalte. Kann man den Prezi sehen? Genau, hier oben. Da ist der, richtig, da ist der Precision Bass, mit dem ich das aufgenommen habe. Und den habe ich in meinen Preamp hier reingesteckt, in meinen Röhren-Preamp. Mit dem habe ich den aufgenommen. Und der ist aber noch ein kleines bisschen geschmacklos. Also klingt schon wie ein Bass, aber ich habe es gerne, wenn die so eine Bass-Amp-Simulation noch drauf haben. Deswegen machen wir hier auch eine drauf. Und weil wir heute Spaß haben, nehmen wir mal von Ampeg den B15. Mal gucken, wie der klingt. So ist ohne. Und jetzt mit. Und ich mag es immer, wenn meine Bässe auch ordentlich Grid haben. Das heißt, wenn die ein bisschen verzerren. Soll nicht zu laut werden. Ein bisschen viel. Damit man den auch auf kleinen Speakern hören kann, drehen wir noch ein bisschen Höhen rein. So. Müssen wir gucken, dass wir den Tiefmittenbereich ein bisschen kontrollieren, dass der nicht zu dröge wird. So, und so, jetzt spielt der Bass komplett durch. Die Bassdrum hat Schwierigkeiten, sich wahrscheinlich dagegen durchzusetzen. Deswegen machen wir den alten Trick, dass wir über die Sidechain auch die Bassdrum hier ein kleines bisschen den Bass triggern lassen und nehmen ein kleines bisschen aus dem Bass raus. Das heißt, immer wenn die Bassdrum spielt, soll ein bisschen mehr Platz im Bass sein. Der Bass spielt ja komplett durch in Achteln und Legato vor allem an dieser Stelle. Und der soll aber dann ein bisschen mehr Platz für die Bassdrum lassen. Also, gleicher Trick wie gerade bei den Overheads und steuern den diesmal über die Sidechain von der Bassdrum. Jetzt ist die Bassdrum richtig, genau. Und jetzt gucken wir mal. Wieder nicht, müssen wir die Bassdrum anmachen. So, soll auch wieder schnell reagieren, das heißt eine sehr schnelle Attack-Zeit, damit er wirklich relativ zügig das Signal rausnimmt. Und die Release-Zeit machen wir auch zügig. Und er soll so 5-6 dB rausnehmen. Okay. Solo aus. Lassen wir es erstmal so stehen, kommen wir zum nächst komplexeren Thema und das sind die Gitarren. Jetzt wird es natürlich spannend, weil Gitarren sind sehr breitbandig, die bringen wirklich über den kompletten Frequenzbereich, bringen die alles mit. Außerdem gehen wir jetzt auch ins Panorama, das heißt, das, was wir jetzt machen, basiert jetzt nur auf der Angabe, die ich hier auf den Signalen drauf habe. Ne? Gitarre links, Gitarre rechts. Deswegen stellen wir jetzt die Panoramas hier erstmal ein, Panorama links und Panorama rechts. Jetzt haben wir jetzt zwei Gitarren. Stelle ich erstmal auf 0, mal gucken, wo wir da rauskommen und hören uns erstmal die linke an. Dadurch, dass wir aber Mono abhören, kommt die natürlich auch aus der Mitte, ne? Wie alles andere auch. Also jetzt zumindest beim Abhören. Später, wenn wir dann den Monoschalter ausmachen, kommt sie natürlich dann von links außen und deswegen müssen wir gucken, dass wir A, den Pegel hier jetzt richtig hinkriegen und dass wir B, aber dafür sorgen, dass beide Signale sich nicht so weit überdecken, dass sie sich gegeneinander maskieren, dass sie beide Platz genug haben, denn wenn wir in Mono beide Signale gut hören können, dann sind sie in Stereo sehr gut zu hören und dann gibt es auch einen sehr klaren Mix. Das ist ja das, was wir eigentlich auch wollen, denn ein klarer Mix lässt auch Platz für die Vocals und dementsprechend kann man dann damit auch ein schönes, sauberes Ergebnis abliefern. Also, die Basslinie schlägt Stereo aus. Warum? Guck mal kurz. Ne, warte mal kurz. Ich glaube, weil ich die Files alle in Stereo ausgespielt habe. Das heißt aber nicht, dass das Signal nicht Mono ist. Aber ich stelle es mal hier auf Mono. Dann sollte da kein Problem sein. Jetzt haben wir es Mono, ne? Machen wir bei den anderen Signalen auch mal eben. Ich stelle die hier auf Mono, die Gitarren. Die sollen auch alle Mono sein, auch wenn die Files Stereo sind. Das sollte dann auch kein Problem mehr machen. So, da müssten die eigentlich alle gut sein. Ja, kann sein, dass ich nicht beim Ausspielen der Stems, dass ich da nicht genau drauf geachtet habe, ob die Stereo oder Mono ausgespielt werden. Aber jetzt sollte das Problem behoben sein. Vielen Dank für den Hinweis von Nico. Der hat auf jeden Fall schon mal geholfen. So. Mal eben kurz hören, ohne die Gitarren. das was ausgemacht hat. Ne, so, jetzt machen wir die Gitarren dazu. Also erst die linke Gitarre. Was spielt linke Gitarre? Wer stimmen kann, ist klar im Vorteil, sag ich doch immer, ne? Stimmt eure Instrumente vorher. Entweder habe ich hier ein bisschen zu feste gedrückt irgendwie auf der Seite, auf jeden Fall ist es leicht verstimmt. Die D-Seite ist verstimmt, naja, toll. Gut, aber falls ihr euch mal alte AC/DC-Aufnahmen angehört haben solltet, achtet mal drauf, falls ihr die Möglichkeit habt, euch mal eine alte AC/DC-Aufnahme anzuhören. Das Geile ist, dass da die Gitarren auch verstimmt sind, also die einzelnen Gitarren, aber wenn die zusammenspielen, ist es dann trotzdem wieder cool. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie so unfassbar gut grooven, dass es dann egal ist, ob die Gitarren ein bisschen verstimmt sind. Und selbst John Lennon hat ja seine Gitarre auch immer verstimmt. Auf die Frage, warum er das macht, hat er immer gesagt, damit meine Tante Mimi hört, wer ich bin bei den Gitarren, die da spielen. Ich bin immer der mit der verstimmten Gitarre, damit Mimi wusste, wer er ist. Na, auch ein toller Trick, ne? Gitarre verstimmen, damit einer erkennen kann bei einer Aufnahme, wer er ist. Also, Equalizer, ein bisschen zum Aufräumen, Low-Cut wieder. Und wie man hier schon sehen kann, das Signal ist wirklich sehr breitbandig, ne? Hier die komplette Kurve, sind alle Frequenzen vertreten. Dadurch, dass es eine verzerrte Gitarre ist, hat die keinen klaren Peak oder sonst was irgendwie. Schon hier irgendwie bei 2 Kilohertz. Aber insgesamt ist das ein sehr breitbandiges Signal. Und da muss man jetzt wirklich aufpassen, weil damit kann man eine ganze Menge verdecken. Erstens die anderen Gitarren und zweitens natürlich später die Vocals. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir hier Platz hinkriegen. Wir hören mal in die zweite Spur rein, was die kann. Okay. Das heißt, ich habe auf jeden Fall zumindest schon mal in 2 unterschiedlichen Lagen gespielt, was uns schon mal die Möglichkeit gibt, dass die beiden sich nicht zu sehr überdecken und dass die jeweils ihren eigenen Frequenzbereich haben, in dem sie eine, sagen wir mal, eine Kernkompetenz haben. Ne? Das, wenn ich jetzt zweimal das gleiche eingespielt hätte, gibt das auch einen sehr geilen Breiteneffekt später in Stereo, aber dann verstärken sich die beiden Frequenzbereiche noch, die belegen, nochmal gegenseitig und das kann auch zu sehr viel Matsche führen. So haben wir zumindest schon mal einen Kernfrequenzbereich. Bei dem tiefen Signal hier. So. Räumen wieder mit dem Low-Cut auf. So, nicht zu viel, damit es den Druck untenrum nicht verliert. Und jetzt gucke ich mal, dass ich vielleicht hier was rausschmeiße, was ich dann auf der anderen Seite ein bisschen betonen kann. Das mache ich jetzt explizit nicht mit dem Pultec und mit einem Schönfärber, sondern wir machen jetzt mal komplementäres EQing. Das heißt, ich nehme, betone hier ein paar Bereiche bei dieser Gitarre, die ich dann auf der anderen Seite bei der anderen Gitarre ein bisschen absenke und dafür für jede Gitarre so ein kleines bisschen Platz im Mix schaffe, dass sie so ein paar Kernfrequenzbereiche haben, in denen sie sich austoben dürfen und in anderen, wo sie dann beschnitten werden. Und wenn man das genau schafft. Ich zeige dir mal gleich, wie ich das mache. Ich mache mal bei der ersten Gitarre den Equalizer nochmal runter und wir gucken mal kurz, was uns hier gut gefällt. Das gefällt mir definitiv nicht. Das nehmen wir schon mal raus. Ne? Machen wir hier mal eine Absenkung. Minus 3 dB. Keine Ahnung. Breitbandig mit 0,3. Das machen wir ein bisschen schmaler. 0,6 machen wir mal. Mal gucken, wie das klingt. Räumt schon mal ein bisschen auf. Gucken, dass wir hier im Bereich zwischen 2 und 5K etwas finden, was uns gut gefällt. Mache ich auch wieder ein bisschen schmaler das Band. 0,5 stellen wir mal ein. Hier bei 4500 Hertz vielleicht. Wie gesagt, alles Geschmackssache. Heute mein Geschmack, vielleicht würde ich morgen schon andere Bereiche wählen. Und dann gucken wir mal, dass wir hier vielleicht noch, das ist ja die tiefe Gitarre, dass wir hier noch was finden, was wir vielleicht ein bisschen betonen können. Machen wir mal 162 jetzt. Ne, warte mal, hier senken wir was ab bei dem, wenn wir, gleich haben wir ja, spielen wir in einer höheren Lage. Vielleicht können wir da besser unten rum betonen, wenn wir hier sowieso schon so fett sind, dass wir hier ein bisschen rausnehmen. Nehmen wir hier mal bei 160 Hertz noch 2 dB raus. So, jetzt haben wir hier 2 Absenkungen, eine Anhebung. Mal gucken, ob wir das auf der anderen Seite zumindest komplementär, also gegenteilig machen können. Ich kopiere dazu diesen Equalizer hier rüber. Jetzt habe ich auf beiden Spuren den gleichen Equalizer. Mache jetzt aber Folgendes bei dieser hellen Gitarre. Wären ja jetzt nach dem Prinzip die gleichen Bereiche angehoben wie bei der rechten Seite, also wie bei der anderen Gitarre. Wir senken die jetzt einfach mal ab, beziehungsweise drehen das um. Ne? Hier haben wir bei 160 Hertz habe ich ja 2 dB auf der anderen Gitarre abgesenkt. Das heißt, hier heben wir mal 2 dB an. Ich mache das mal ohne Gegenhören. Einfach nur das Gegenteil von dem, was ich drüben gemacht habe. Ne? Hier haben wir bei 670 Hertz 3 dB abgesenkt. Dann legen wir die 3 dB drauf. Mal gucken, was passiert. Und hier haben wir 4450 Hertz ein bisschen angehoben. Die senken wir jetzt hier in diesem Fall ab und minus 2,5. Und so kriege ich dann eine Differenz hier im Bereich von 160 Hertz zum Beispiel zwischen den beiden Signalen von 4 dB. Also plus 2 dB und minus 2 dB macht 4 dB Unterschied. Hier bei 670 Hertz sind es dann sogar 6 dB Unterschied in diesem Frequenzbereich und hier bei 4450 Hertz nochmal 5 dB Differenz. Mal gucken, wie das klingt, das Signal. Nee, das gefällt mir zumindest in der Form nicht. Das heißt, bei 670 Hertz, also der Bereich, den lasse ich auf jeden Fall bei minus 3 dB. Klingt jetzt ein bisschen belegt. Vielleicht können wir noch ein kleines bisschen auf einem separaten Band nochmal irgendwo was anheben. Eigentlich der Gesangsbereich, den müssen wir mal ein bisschen schmalbandiger machen, 0,6. Ne, ich senke mal hier bei was haben wir hier, bei 1680 senke ich auch nochmal ab, minus 2,5. Und die Anhebung hier bei 4450. Da lassen wir mal auf beiden Signalen eine leichte Anhebung, beziehungsweise ich lasse hier 2,5 dB nehme ich hoch und lösche den hier nochmal raus und kopiere den nochmal rüber. Das heißt, das Komplementäre schiebe ich nochmal ein bisschen andersrum. Man muss da ein bisschen hören, was dem Signal auch gut tut. Jetzt habe ich den Equalizer auf den ursprünglich eingestellten Equalizer nochmal gelöscht, habe den auf der anderen Spur eingestellt. Mal gucken, ob das Komplementäre jetzt ein bisschen besser klingt, weil ich will das Signal ja nicht zerstören oder kaputt machen. Ich will ja nur, dass die sich gegenseitig unterstützen. Das heißt, hier habe ich 2 dB angehoben, dann machen wir jetzt nochmal minus 2. Das heißt, hier, das bei 670 bleibt, weil sonst klingt es furchtbar. Dann hier bei 2, bei 1680 mache ich jetzt mal plus 2,5 und hier die Anhebung, die lasse ich mal bei 0, dann haben wir hier zumindest 2,5 dB Differenz. Ja. 1680. Lassen wir mal so stehen, ich mache mal beide Signale an und zwar ohne Equalizer und wir hören mal kurz, ob das ein bisschen Klarheit bringt. Ja, also die sollen sich natürlich auch im Panorama ein bisschen breit ergänzen. Ich höre, es arbeitet sich ein kleines bisschen besser raus, aber dass das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, was ich jetzt hier equalized habe, da gehen wir mal, lassen wir es mal so stehen. Ich würde sagen, die schaffen sich gegenseitig ihre Freiräume auf jeden Fall. In Mono ist es immer noch ein bisschen linker, weil es natürlich, man kann das nicht ganz klar hören. Man kann nur auf die Nuancen achten, ob man die eine Gitarre besser hören kann als die andere oder ob sie sich eher ineinander matschen. Ich habe den Eindruck, wenn ich den Equalizer auf beiden Kanälen ausmache, dass es dann mehr matscht. Also es hilft schon. Dieser komplementäre EQ scheint schon zu helfen, dass es sich ein bisschen mehr voneinander absetzt. Wie gesagt, im Mono ist das jetzt brutal. Das ist auch nicht für jedes Ohr zu hören. Aber in Stereo werden wir dann später feststellen, dass wir da durchaus schon an einigen Stellen mehr Klarheit drin haben. Wie gesagt, ich habe bei der linken Gitarre, bei der hochspielenden Gitarre ein kleines bisschen mehr hier bei 160 Hertz reingedreht. Das konnte sie durchaus vertragen an der Stelle. Und bei der tiefer spielenden Gitarre rausgedreht, damit die ein bisschen schlanker da wird. So kriegt jede Gitarre ihren Bereich. So, jetzt gucken wir mal, dass wir die auch Was habe ich gesagt? Die Gitarren wollen wir alle auf einen Bus schicken. Habe ich das schon gemacht? Hier gibt es schon einen Gitarrenbus. Ah ja, genau, hier ist der Gitarrenbus. Dann schieben wir mal den Gitarrenbus jetzt einfach mal erstmal dazu. Ich mache mal das Solo aus und dann gucken wir mal, wie das klingt. Also die Snare säuft jetzt auf jeden Fall definitiv schon ab gegen die Gitarren und wie ihr hört, in Mono ist es nicht wirklich schön. Es kann auch nicht, es kann halt nicht so groß und breit und fett klingen, wie wir das eigentlich gewohnt sind. Außerdem soll das ja auch später eigentlich kommen. Gucken wir mal. Wir haben ja noch Gitarren hier. Was haben wir hier noch? Ich habe hier noch eine Gitarre. Das ist diese hier. Was spielt die? Machen wir das Solo. Dann noch eine zweite. Was macht die? Okay, verteilen wir die auch mal auf die Seiten. Wir haben hier rechts die dunkel spielende Gitarre, das heißt, ich schiebe die mal nach rechts, die heller spielende, und die dunkel spielende mit diesen Oktaven stimme ich nach links. Gucken, ob das die richtige Entscheidung ist. So haben wir auf der linken Seite die hochspielende Schraddelgitarre und die Oktaven sind tief und auf der anderen Seite umgekehrt. So, die schieben wir mal dazu, mal gucken, was passiert. Da habe ich jetzt noch keinen Equalizer drauf. Die ergänzen sich eigentlich ganz gut, ne? Solo aus. Die sollen vor allem, also wenn wir jetzt mal eine Arrangementfrage, ne? Die Gitarren, die wir gerade gemacht haben, die braten richtig durch. Das heißt, sie sollen das Feld schön breit machen. Und diese Oktavgitarren, die sollen ein kleines bisschen mehr für Drive sorgen. Dass man, weil es auch so cleane Gitarren sind, die sorgen dafür, dass es nochmal an der Stelle ein kleines bisschen mehr abgeht. Ist ja auch der letzte Refrain, da soll noch ein bisschen mehr passieren. Und dementsprechend habe ich da diese Oktavgitarren eingespielt. Mal gucken, hier ist ein Frequenzbereich, den möchte ich, glaube ich, rausgearbeitet haben. Ich mache mal hier kurz einen Low-Cut drauf auf die dunkle Gitarre. Das ist diese hier. Den möchte ich hier raus haben, sobald, was haben wir hier? 345 jetzt, damit es nicht zu belegt klingt, aber hier bei fast 4000 Hertz, das möchte ich ein bisschen anheben. Okay, das machen wir mal komplementär bei der anderen Gitarre umgekehrt. Mal gucken, wie das funktioniert. Nee, das ist nicht gut. Das macht es zu dick. Aber zumindest der Unterschied hier bei 4 Kilohertz, der beträgt fast 5 dB. Das heißt, da haben wir sie auch ein kleines bisschen getrennt. So, das heißt, Solo. Ich achte jetzt darauf, dass ich jedes Instrument noch hören kann. Wenn ich es nicht mehr höre, ist es total maskiert, aber im Moment haben sich zumindest meine Ohren so weit eingeschossen, dass ich noch jedes Instrument höre von denen, die wir jetzt gemacht haben. Aber jetzt sind wir schon an dem Punkt, wo sich wirklich die Snare komplett versendet. Das heißt, da müssen wir jetzt mal direkt ran an die Snare. Und ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir mit Slate Trigger arbeiten werden. Und das werden wir jetzt hier auch machen. Ich lade also jetzt hier bei der Snare ein Sample rein. Nur nutze hier Trigger 2 von Steven Slate. Ich weiß nicht, ob es da mittlerweile schon eine neuere Version von gibt, aber ich benutze diese hier. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das Software-Monitoring hier oben anmachen muss. Das Low Latency muss ich eigentlich nicht anmachen. Müsste man eigentlich jetzt so hören können. Wir gehen hier mal in den Browser. Und wenn du dieses Plugin nicht kennen solltest, es ist quasi wie ein Triggerprogramm. Das heißt, es wartet darauf, dass ein Schlag von der Snare reinkommt, analysiert den sehr, sehr schnell. und sorgt dann dafür, dass dann während dieser Original-Snare-Schlag kommt, dass währenddessen auch ein Sample abgespielt wird. Wir gucken mal hier, ich nutze immer gerne die Samples von Warren Hewart, falls du den nicht kennen solltest, Produce Like a Pro, eine englischsprachige Seite, der hat mal dieses Sample-Pack hier reingestellt und mal gucken, ob wir hören können, dass wir hier eine schöne Snare finden. Diese hier gefällt mir gut. Die wird auf jeden Fall ein bisschen was dazugeben. Und vielleicht noch irgendwas mit Knack. Die macht noch Pfund unten rum. Die hat einen schönen Anschlag. Die hat keinen schönen Anschlag. Diese hier hat... Kurz hören. Wir nehmen diese hier noch. Das heißt, diese beiden Samples werden jetzt zusätzlich zu meiner Snare abgespielt. Guck mal kurz in den Chat rein, was bei euch los ist. Ihr unterhaltet euch schon wunderbar gegenseitig. Das finde ich schon mal super. Klingt jetzt sahniger als der Mix vor 5 Jahren. Ich glaube auch, das hören wir aber gleich mal irgendwie. Mal gucken, wie die Snare jetzt klingt, wenn wir den Trigger dazu mischen. Das können wir hier über diesen Mix-Knopf machen. Das heißt, ich habe, wenn ich den Mix-Knopf hier auf 0 stelle, dann hören wir die Original-Snare. Wenn ich den auf 100% stelle, dann hören wir nur die Sample-Snares und ich möchte einen Mix daraus machen. Ich möchte vor allem sicherstellen, dass die Snare wirklich knackig knallt und durchkommt. Und dann mal gucken, ob wir den Trigger vielleicht sogar noch vor den Kompressor schalten. Dann gleich mal gucken, wie das klingt. Die Snare einstellen hier. Jetzt hören wir nur die Snare, die getriggerte. Und jetzt kommt die Originale dazu. Einmal aus. Ja, ist das jetzt unbedingt besser? Nee, ne? Da war ein Fehlschlag. Entschuldigung. Sensitivität ein bisschen runter. Ja. Sensitivität noch ein bisschen runter. Weil er soll nicht falsche Schläge triggern, das wäre auch doof, ne? Immer noch, meine Güte. Nochmal runter. Immer noch, muss ich die Sensitivität hochstellen oder runter? Ich glaube runter. Sonst nehmen wir einfach, dass wir das Input-Signal ein bisschen runterstellen. Kann auch helfen. Nochmal. So, jetzt klappt es. So. Können wir die Snares noch dazugeben. Die eine und die andere. Aber noch ein Fehlschlag. Ein bisschen zurück. So. Ohne. Ein bisschen lauter noch. Jetzt im Mix. So ist sie quasi weg. Sehr schön. Das haben wir auf jeden Fall schon mal, jetzt haben wir die Snare auf jeden Fall schon mal im Sound ein kleines bisschen aufgewertet. Wir haben also erst den Originalsound bearbeitet, dann per Trigger noch 2 Samples hinzugefügt und damit kann man die Snare jetzt aber auch wirklich wahrnehmen im kompletten Mix. Die drückt also jetzt richtig schön. Jetzt möchte ich die Bassdrum noch ein bisschen mehr hören. Das heißt, von der Bassdrum möchte ich dann machen wir mal eine Parallelbearbeitung auf einem Bus für die Bassdrum, den ich Bassdrum Click nenne ich den, weil ich möchte noch einen Klick dabei haben. Und Fotofinish schreibt, geiler Trick mit der Snare. Ja klar, also es ist natürlich ein Plugin, ne, was mir dabei hilft, noch Samples parallel abzuspielen. Das ist also jetzt für mich ja kein großes Voodoo irgendwie. Das ist, einige würden sagen, es ist Schummeln, aber für mich ist es einfach ein legitimes Mittel, weil ich denke, wenn man den Sound so schnell und zügig verbessern kann, vor allem wenn die Aufnahme nicht so gelungen ist wie bei meiner jetzt hier, dann hat man da auf jeden Fall ein legitimes Tool an der Hand. So, die Bassdrum wird jetzt hier per Bus per Send wird die jetzt auf diesen Bus geschickt. Und dieser Bus, der soll jetzt, der geht natürlich dann gleich auch auf den Drums-Komplettbus und soll jetzt nur Klick hinzufügen. Das heißt, die Bassdrum ist im Moment sehr rund und fett, wie wir hier hören können. Kurz, warum höre ich sie nicht? Ich sollte sie solo hören. Solo ausmachen, nochmal. Hallo, wo ist denn die Bassdrum geblieben? Warum hören wir die jetzt nicht? Aber man hört mein Mikro die ganze Zeit, ne? Auch nicht schlecht. So, warum höre ich denn die Bassdrum jetzt nicht? Ist ja ein Ding. Aber jetzt hören wir doch alles, ne? Ich habe hier noch irgendwo ein Solo drin, oder? Ach so, ich bin hier aus Versehen auf Solo gekommen. So. Es gibt hier nämlich zwei Solos in Logic, falls du das nicht wissen solltest. Einmal das normale Solo, mit dem ich hier Spuren-Solo schalten kann. Und dann noch das S hier oben auf der rechten Seite, mit dem ich einzelne Events als Solo hören kann. Das darf man nicht verwechseln. Wenn man da aus Versehen auf die Taste S kommt, ist das, glaube ich, oder welche Taste ist? Hochstell S. Was stellt er hier? Hochstell S, genau, dann kann man plötzlich nur noch das hören, was ausgewählt ist. Das war natürlich nicht das, was wir wollten. Also nochmal, Bassdrum. Und die Bassdrum hat keinen Klickbereich. Deswegen schicke ich jetzt per Send die Bassdrum auf einen Bus. Und auf dem Bus mache ich jetzt mal Folgendes. Ich mache das Signal irgendwie kaputt. Und zwar zum einen mit einem High-Low-Cut. Das heißt, ich schneide einfach mal alles unterhalb von, mal hören, was hier... Genau, das ist dieses Zeug. Eigentlich das, was aus dem MD421 rauskommt. Ne? Und da machen wir jetzt einen Camel Crusher drauf. Ein kostenloses Plugin, falls du das noch nicht gesehen haben solltest, das verzerrt. Das hat eine Distortion-Einheit drin, einen Filter, einen Kompressor an einem Master-Regler. Und damit kann man sehr schön... das Signal zerstören, vor allem mit der Verzerrung hier und mit diesem Mega-Kompressor, der wirklich unfassbar fett zugreift, und dafür hat er sogar noch einen Fat-Mode, das heißt also, der kann ein Signal richtig schön zerstören und dementsprechend dafür sorgen, dass man das herausarbeitet, was man einfach haben will. Jetzt macht das nur Pock. Aber ich möchte es noch stärker haben. So, und das möchte ich jetzt mal bitte der Bassdrum zuschieben. Einfach mal Parallelbearbeitung, habe ich ja gesagt. Das heißt, wir schieben das jetzt einfach mal parallel zum Signal dazu. So, und jetzt kann man die Bassdrum nicht nur fühlen, man kann sie jetzt auch hören. Das heißt, sie kriegt so einen Schmatz dazu irgendwie und setzt sich jetzt im kompletten Mix auch ein bisschen besser durch. Pass mal aus. Ist hier irgendwie da, ne? Jetzt gebe ich es dazu. Fast schon zu viel. Sehr schön. Also, das hat geklappt. Gucken wir mal, wir haben noch die Thema-Gitarre, die noch dazu kommt. Bevor wir dann gleich zu den Vocals kommen, dann machen wir eine kurze Pause, mal kurz ein Schlückchen Wasser trinken und in den Chat gucken. Da haben wir noch das Thema hier. Ich bin ehrlich, ich habe mich so ein kleines bisschen natürlich von einem Bryan Adams Song inspirieren lassen, aber ich finde es immer geil, wenn man so eine Hookline hat, irgendwie, dass man so ein Gitarrenthema hat, wenn dieser Song ja losgeht mit dem Gitarren. Das ist ja das Erste, was du hörst, ne? Da muss man auch laut machen, sonst hören wir natürlich nichts irgendwie. Stelle ich mal kurz auf 0, damit wir auch hören, was das Ding macht hier. die Idee bei mir war, als ich das gespielt habe, dass ich gedacht habe, kriege ich es hin, einen Song zu schreiben, wo ich diese Signalwirkung kriege? Weil, du kennst das sicherlich, wenn du, was weiß ich, in der Disco früher gewesen bist und dein Lieblingssong ist losgegangen und wenn der mit so einem Lick losgegangen ist, dann hast du nach 13 Millisekunden gewusst, das ist mein Lieblingssong und du brauchtest gar nicht drüber nachdenken. Und wenn man das hinkriegt für einen Song, irgendwie so einen Lick hinzukriegen, mit dem der Song startet, wo jeder sofort weiß, oh, jetzt kommt dieser geile Song. Das war meine Idee. Ob ich es geschafft habe, musst du selber beurteilen. Ich mag dieses Lick einfach, weil ich es auf der Gitarre gespielt habe, sofort gedacht, ey, das ist cool, da mache ich jetzt einen Song raus. Und das war auch tatsächlich die Keimzelle für diesen Song. Und jetzt müssen wir das hier am Schluss noch dazu mischen. Ich habe am Anfang hier eins, jetzt sind wir wieder beim Arrangement, am Anfang damit angefangen mit dem Thema, damit fängt der Song an, bevor wir dann in die erste Strophe reinkommen. Dann kommen zwischendurch immer mal so Schnipsel von dem Thema, um die Hookline, um diesen Haken im Song, diesen akustischen Haken nochmal zu platzieren. Und dann am Schluss nochmal im letzten Refrain kommt das Ding nochmal, um dann zu sagen, hier, pass auf, jetzt spielt aber auch wirklich alles, was wir in dem Song gehabt haben und jetzt können wir auch wirklich nochmal den Sack hier zumachen, während alle gleichzeitig singen und spielen. So, das ist halt dieses hier. Genau, jetzt müssen wir das nur noch irgendwie hörbar machen. Im gesamten Mix. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Das war jetzt mal im Equalizer, deswegen arbeite ich jetzt mal hier kurz heraus, was da wichtig ist bei dem Thema. So, jetzt habe ich ein bisschen aufgeräumt, also untenrum ein bisschen aufgeräumt hier mit dem Low Cut und mit den etwas über 200 Hertz, 250 Hertz abgesenkt, damit es nicht zu fett wird. Aber da muss ich nochmal gucken, ob das wirklich gut ist, weil es soll auch nicht zu dünn werden im kompletten Song. Und dann hier speziell 2 Frequenzbereiche angehoben, damit es sich ein bisschen besser durchsetzen kann. Machen wir mal einmal aus und einmal an. Machen wir mal einmal aus und einmal an. Und aus. Und jetzt benutzt man noch den besten Equalizer, den man haben kann. Das ist nämlich der Lautstärkeregler. Nochmal. Falls ich das vorhin noch nicht erwähnt haben sollte, wir machen heute einen statischen Mix. Das heißt, es gibt hier keine großartigen Automationen, außer wir fallen gleich ein paar schöne Sachen noch ein. Wir machen heute einen statischen Mix. Dieser Song funktioniert nämlich durch das Arrangement schon relativ gut durch den statischen Mix. Das ist ein klassischer Rocksong, da muss man jetzt auch nicht Unmengen an Automationen reinfügen. Aber der Mix soll heute auf jeden Fall statisch sein, damit das alles funktioniert. So, jetzt würde ich mal sagen, wir haben einen statischen Grundmix jetzt schon mal gemacht. Wir hören mal einmal kurz von vorne ein bisschen rein. Ich habe beim Bass jetzt noch was. nochmal irgendeinen Low-Cut setzen beim Bass, weil der soll nicht zu sehr da unten rumfummeln irgendwie, dass es ein bisschen schmaler wird. Auf dem Kopfhörer höre ich jetzt, dass er irgendwie da in dem Bereich 80 jetzt ein bisschen zu sehr wummert. Mal gucken, ob wir das vielleicht später mal über die Lautsprecher kontrollieren können und mit einem Subwoofer vor allem. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass ich hier ein kleines bisschen mehr rausnehmen kann, damit der Bass nicht unten drum alles rum zusammenmulmt. Jetzt gucken wir mal kurz, wo wir Lautstärke technisch stehen. Das ist schon eine Menge. Der hat jetzt schon minus 14 LUFs gemessen, also Loudness Units Full Scale gemessen. Das heißt, ich kann jetzt dadurch, dass ich zum Glück dafür gesorgt habe, dass ich die komplette Mucke auf einen Bus geroutet habe, nämlich auf den Mucke-Komplett-Bus, ne, wenn hier alles abspielt. Mal kurz abspielen. Müsste jetzt alles weg sein. Nein, ist es nicht. Das heißt, ich muss den Bass noch auf den Mucke-Komplett-Bus routen. So, jetzt ist alles weg. Das heißt, die komplette Musik läuft jetzt hier über meinen Bus, über den Mucke-Komplett-Bus. Und weil ich jetzt mit minus 14 LUFs schon zu laut geworden bin, muss ich hier mal ein bisschen rausnehmen. Weil wir jetzt, wenn wir den Gesang noch oben drauf packen, dann wird es auf jeden Fall zu viel. Wir sind jetzt schon sehr nah am Limit. Ne? Minus 3 dB nehmen wir aus der Musik komplett raus. Sehr praktisch, wenn man das alles auf einem Bus liegen hat. Und gucken nochmal. Sehr ausgeglichen, ne? Minus 16,5, das ist auf jeden Fall ordentlich. So, den Limiter, den ich hier drin habe, den habe ich nur zu Sicherheitszwecken, damit nichts durchschlägt. Aber den eigentlich bräuchten wir ihn jetzt eigentlich nicht mehr an der Stelle. Gut, haben wir das soweit geschafft? Bevor wir an den Gesang gehen, trinke ich mal ein Schlückchen und wir gucken nochmal, was ihr so in den Chat reinschreibt. Wenn ihr also Fragen haben solltet, die ich jetzt vielleicht beantworten kann, dann machen wir das jetzt mal eben. Ich schalte mal unten auf die andere Kamera. Und dann gehen wir mal hier auf die 4, damit ich ein bisschen näher dran an euch. So, ich trinke ein Schlückchen. Jim Blue schreibt, ja, der Bass wummert. Ja, tatsächlich. Jo, auch ein Low-Cut auf dem Bass. Unten sollte nur die Kick sein. Ja, muss man je nachdem entscheiden, wo die Bassdrum sitzt, ne? Wo man tatsächlich die Bassdrum dann hinpackt. Ob die Bassdrum das tiefste Instrument ist oder der Bass das tiefste Instrument ist. Ich habe jetzt aber tatsächlich gerade gesehen, weil wir die Bassdrum ja auch über den Sub bei 50 Hertz im Kern liegen haben. Das ist also ganz gut, wenn wir da drüber ein bisschen Platz haben und der Bass dann nicht auch noch mit rumfummelt. Wir haben zwar durch den Sidechain gesteuerten Kompressor auf dem Bass ein bisschen Platz für die Bassdrum geschaffen. Das heißt, die können durchaus koexistieren, aber der muss jetzt auch nicht volle Pulle unten rumwummern dementsprechend. Das müsste ich aber dann tatsächlich nochmal am Subwoofer überprüfen, weil dafür habe ich das Ding. Ne? Wenn ich das Low-End überprüfen will, dann mache ich das über den Subwoofer, dann kann ich nämlich wirklich einschätzen, was das Low-End da tatsächlich auch macht. So, was haben wir denn noch? Frederik schreibt, habe den Song eben mal gemischt. Wo kann man ihn posten für ein Feedback? Du kannst ihn posten in der Facebook-Gruppe. Es gibt die Recording-Blog-Facebook-Gruppe. Falls du nicht bei Facebook sein solltest, kannst du mir zumindest, wenn du magst, einen Link schicken. Kann zumindest ich mal reinhören, das wäre auch eine schöne Sache. Wenn du in der Facebook-Gruppe sein solltest oder bei Facebook, dann melde dich schnell in der Facebook-Gruppe an. Dauert ein bisschen, bis ich dich bestätigt habe. Da sind so 3 Fragen, die du beantworten musst. Ist aber nichts Schwieriges, also nicht die Wurzel aus 735 mal 12 oder so, sondern einfach nur Fragen zu unserem Lieblingshobby, wenn ich es mal so nennen möchte, die du dann kurz beantwortest. Und jeder, der die Fragen einigermaßen wahrheitsgemäß beantwortet, wird auch netterweise reingelassen. Ne? Und da kannst du das dann posten. Vielleicht können wir da mal einen Chatpunkt aufmachen, wie nennt man das, eine Nachricht aufmachen, wo alle mal ihren ihren Song drunter posten können, und da können wir ja mal gegeneinander hören. Vielleicht ein Soundcloud-Link oder wo man das auch immer machen kann. Auf jeden Fall so, dass man die Songs mal gegeneinander hören kann. Jeder hat ja seinen eigenen Geschmack, jeder hat seinen eigenen Mix, und wie gesagt, jeder hat ja auch seine eigene Art, an den Mix ranzugehen. Das ist jetzt meine Art, und wie gesagt, ich bin mit den Aufnahmen nicht wirklich glücklich. Heute nicht, vielleicht muss ich den Song doch nochmal neu aufnehmen. Aber auf der anderen Seite fehlt ja dann auch immer so die Magie des Erstellens, ne? Die Magie des ersten Mals, die Magie dessen, als man den Song geschrieben hat. Ich bin ja jemand, der seinen Song schreibt und gleichzeitig mischt. Das ist also nicht ein separater Prozess. Ich schreibe den Song nicht und mische den dann nochmal brandneu von vorne. Das ist heute eine Ausnahme, weil ich nach 5 Jahren gedacht habe, das kann ich jetzt mal wieder machen. Aber ansonsten ist es so, dass ich beim Schreiben arrangiere und mische, und am Ende des Schreibprozesses dann quasi auch der fertige Song dann da schon steht, der weitgehend fertig gemischt ist, vielleicht nochmal ein bisschen Feintuning gebrauchen kann. Aber das war es dann auch schon. So. Du darfst, natürlich, also habe ich das jetzt gerade schon beantwortet, natürlich darf man seine Version teilen, das ist meine Musik, ich kann damit machen, was ich möchte, also kann ich euch auch sagen, dass ihr damit machen könnt, was ich möchte. Entschuldigung, bin so rausgerutscht, der lacht da. Ich muss mal kurz ein Schlückchen Wasser nachladen. Hoppala. Heute bin ich zumindest so schlau, dass ich Wasser ohne Sprudel genommen habe, auch wenn mir das nicht besonders gut gefällt. Ohne Sprudel ist es ja doch ein bisschen mau, aber das machen die Sprecher im Profibereich auch. Die lassen dann auch lieber das Wasser ohne Blubber, dann brodelt es nicht die ganze Zeit im Magen, und dann kann man sicherstellen, Prosit, dass man auch nicht die ganze Zeit Aufstoßen hat. Mhm. Zumindest nicht von der Kohlensäure. So, falls ihr nicht noch weitere Fragen haben solltet, dann können wir direkt in die Vocals einsteigen, aber vielleicht könnt ihr mir kurz schreiben, ob es euch gefällt. Dann sehe ich nur mal, dass ihr alle am Leben seid. Und ich vor allem, weil ich ja jetzt gerade schon lange nicht mehr reingeguckt habe in den Chat. Schreibt doch mal alle ein Hallo in den Chat. Erstens, weil YouTube dann sieht, dass hier noch was los ist. Und zweitens, weil ich dann sehe, dass ihr noch alle dabei seid. Und wir sind jetzt ungefähr 1 Stunde 40 Minuten dabei. Wir machen jetzt noch die Vocals. Das heißt, wir sollten locker mit 2 Stunden, etwas mehr als 2 Stunden auskommen, bevor wir dann den Mono-Knopf drücken. Und falls da noch Fragen sein solltet, schreibt die dann, nachdem der Livestream beendet worden ist. Schreibt die bitte unter das Video oder schreibt mir eine Mail an jonas@recording-blog.com, wenn ihr also noch Fragen haben solltet. Der Chat wird zwar nebenbei eingeblendet, aber dann wird die Frage immer nur eingeblendet, wenn gerade irgendwie Minute, Stunde 1, Minute 44,7 da ist, weil du die Frage da gerade gestellt hast. Also wenn du eine wichtige Frage hast, die jetzt hier heute im Chat nicht beantwortet worden ist, tu mir einen Gefallen, schreib sie einfach unten drunter unter das Video nochmal, und ich versuche immer möglichst schnell zu antworten. Das kann mittlerweile, weil ich so viele Fragen kriege, auch schon mal ein bisschen dauern. Das ist der Fluch oder Segen eines wachsenden Kanals. Man kommt kaum noch mit den Fragen hinterher, aber ich bemühe mich trotzdem, jedem immer eine Antwort zu schreiben, auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert. Der Gruß geht jetzt an Pete. Du weißt, es hat ein bisschen länger gedauert, aber irgendwann schaffe ich es dann doch nochmal. Denn, wie ich immer so schön sage, mein Tag hat ja auch nur 24 Stunden. So, also, ja, prima. Kommen schon die ersten Hallos rein. Hey, hey. Einige sind noch da. Das ist schon mal schön. Ich finde es immer angenehm, wenn ihr da seid. Dann weiß ich, dass wir zusammen einfach Spaß haben, dass die Community lebt und dass wir einfach zusammen hier ein schönes Ding machen können, den Recording-Blog ein bisschen mit Leben füllen können. Das macht mir auf jeden Fall einen großen Spaß. So, gehen wir mal zu den Vocals rüber, also wieder auf die andere Kamera. Ich setze den Kopfhörer wieder auf und dann gucken wir mal, was noch so geht. Und am Schluss machen wir das Ding dann auch nochmal ein bisschen lecker und noch ein bisschen laut. So, Kopfhörer auf. Gehen wir quasi in Finale Grande. Die Vocals habe ich alle auf einen Vocalbus geroutet, wie ich das immer so mache. Vocals komplett, Mucke komplett, das sind meine beiden Busse. Und ich habe dir noch versprochen, dass ich dir noch zeige, wie ich unter Logic meine Busse sortiere, wenn ich das unbedingt muss oder wenn mir das auf den Sack geht, dass die alle durcheinander sind. Das zeige ich dir aber gleich nochmal. Fangen wir jetzt erstmal mit den Vocals an. Bei den Vocals habe ich, müssen wir mal kurz gucken, einmal die Vocals aufgenommen für Strophe und einmal für ruhig, das ist der ruhige Zwischenteil hier. Also einmal für die Strophe Vox und gedoppelt, dann nochmal der ruhige Teil und dann nochmal, wo ist der Refrain? Das ist nochmal ein Sonderteil hier hinten, Solo, den ich nochmal in den letzten Refrain reinsinge, und hier ist der Refrain. Okay, alles klar. Das heißt, hier haben wir den Refrain, die schiebe ich mal beide nach oben hier zur Sortierung. So, dann habe ich Strophe und Refrain unter und übereinander. Die Bearbeitung wird jetzt zwar bei einer Refrainstimme stattfinden, eine Hauptbearbeitung. Ich denke aber, dass ich die dann auf die anderen Spuren auch drauf kopiere, dass wir uns gar nicht groß die Mühe machen müssen, die jeweils einzeln zu bearbeiten. Wie gesagt, wir haben eine Hauptstimme und ich habe durchgängig gedoppelt, was mich wundert, weil ich das normalerweise nicht mache. Aber da können wir uns auch einen schönen Spaß gleich mitmachen, um das zu doppeln. Gehen wir mal erst die Hauptstimme an und nehmen mal hier diese Refrainstimme. Gucken, wie die klingt. Hier nochmal reinzoomen. So, wo haben wir die Stimme? Da ist sie. So, das ist die Refrainstimme. Die ziehen wir jetzt mal nach oben, hören uns die erstmal solo an, dass wir einen Grundsound reinkriegen. Normalerweise, wie gesagt, nicht solo arbeiten, aber ich mache das immer ganz gerne, um schon mal so meinen Grundgeschmack in den Sound reinzukriegen. Ich geh durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten. Du siehst, dass hier eine ganze Menge Gerumpel untenrum los ist, deswegen kommt auch hier wie immer mein Sicherheits-Low-Cut rein, der einfach da das, was hier unten rumrumpelt, wegschneiden soll, damit dann später Bassdrum und Bass genügend Platz haben, um ihre Fähigkeiten voll auszuspielen. Ich geh durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten. Und hier ist was bei 500 Hertz. Füßen, hab den Nordpol gesehen. Da klingt es sehr belegt an der Stelle, ne? Ich möchte das ein bisschen schmaler rausnehmen. 0,6 die Quality, die Q-Faktor. Ich geh durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch Heimat. Wenn ich da jetzt rausnehme, dann müssten die Vocals müssten die sofort klarer klingen. Ich geh durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten, mit verkohlten Füßen, hab den Nordpol gesucht, noch ein bisschen mit einem Low-Shelf gefunden, geh mit Jakob den Weg und wird die Erde umrunden, fliegt. So ungefähr bei 225, jetzt habe ich jetzt noch 1 dB abgesenkt mit einem Low-Shelf, der dann ein kleines bisschen Mulm rausnehmen soll. Das hören wir uns jetzt aber gleich nochmal im Mix an. Und ich bringe auch immer gerne ein kleines bisschen Betonung hier zwischen 2 und 5K rein. Einfach mal so auf Verdacht. Das machen wir aber gleich wieder mit dem Pultec. Und hören uns das jetzt erstmal die Hauptstimme hier im Mix an. Ich gehe durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten, mit verkohlten Füßen. So, ist natürlich jetzt noch trocken und liegt noch oben drüber, aber so einige Sachen sind schon besser zu verstehen, andere schlechter, deswegen machen wir hier mal einen 1176 Kompressor drauf, den benutze ich sehr gerne. Ich sage jetzt mal nicht standardmäßig, weil das kriege ich immer sofort um die Ohren gehauen, wenn ich was standardmäßig mache, weil dann immer sofort interpretiert wird, dass man das auf jeden Fall machen muss. Nein, ich benutze das standardmäßig, das heißt noch lange nicht, dass jemand da draußen das auch immer machen muss, aber ich mache das immer gerne, also nicht standardmäßig, sondern gerne. Und wir nehmen hier auch, weil es eine Rocksong ist, auch mal die Revision A, den Blue Stripe, der ist ein kleines bisschen schmutziger, obwohl wir nehmen mal den nicht, sondern wir nehmen mal den von Waves, den CLA 76, der kann nämlich auch schön klingen und dann nehmen wir auch den Blue Stripe, den mag ich nämlich, weil der ein bisschen schmutziger klingt als der Schwatte. Ich geh durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten, mit verkohlten Füßen, hab den Nordpol gesucht, fast den Yeti gefunden, geh mit Jakob den Weg und wird die Erde umrunden, flieg zum Mond, Mars und Venus, fahr zur Not auch nach Füssen, alles nehme ich hin. So, ich guck mal, dass ich hier so ungefähr 6-7 dB rausgenommen kriege. Ich geh durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten, mit verkohlten Füßen, hab den Nordpol gesucht, fast den Yeti gefunden, geh mit Jakob den Weg und wird die Erde umrunden, flieg zum Mond, Mars und Venus, fahr zur Not auch nach Füssen, alles nehm ich in Kauf. Nochmal. Ich geh durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten. Aufpassen, dass die Vocals jetzt nicht zu dünn werden untenrum, weil ich so gerne unten rausnehme und ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich viel zu viel rausnehme. Das heißt, ich muss nochmal jetzt im Track equalizen. Das heißt, das hat nichts gebracht, dass ich das tatsächlich gerade ohne gemacht habe. Manchmal bin ich da zielsicher, manchmal nicht. Also machen wir nochmal den Low Cut und dann mische ich, dann mache ich nochmal den EQ im Track. Ich geh durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten, mit verkohlten Füßen, hab den Nordpol gesucht, fast den Yeti gefunden, geh mit Jakob den Weg und wird die Erde umrunden, flieg zum Mond, Mars und Venus. klingt so ein bisschen, als wenn ich zu nah am Mikrofon dran gestanden habe. So ein bisschen Nahbesprechungseffekt. Ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Nahbesprechungseffekt kann gut sein, aber man kriegt ihn schwer wieder raus. Deswegen ist es manchmal besser, man nimmt irgendwie noch 10 cm Abstand zum Mikrofon. Und wenn man dann einen Nahbesprechungseffekt haben will, dann kann man besser bei 220 Hertz ein bisschen reindrehen oder bei 220 Hertz in dem Bereich ein bisschen mehr reindrehen, anstatt dann später vergeblich zu versuchen, das irgendwie wieder rauszukriegen. Ich gehe durch dunkelste Wälder. Dann benutze ich gerne den MV2, auch nicht standardmäßig, aber gerne. Der MV2, wie der Engländer sagt, oder der MV2 ist im Prinzip ein Kompressor und Expander. Das heißt, der holt die leisen Teile hier ganz simpel nach vorne. Man kann nicht viel einstellen und komprimiert obenrum ein bisschen. Ich gehe durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten, mit verkohlten Füßen, hab den Nordpol gesucht und fast den Yeti gefunden, geh mit Jakob den Weg und wird die Erde umrunden, flieg zum Mond, Mars und Venus, fahr zur Not auch nach Füssen, alles nehme ich in Kauf. Okay. Ich gehe durch dunkelste Wälder. Also der MV2 macht zwei Sachen. Zum einen komprimiert er obenrum ein bisschen die lauteren Teile, aber wenn die leiseren Teile hebt er gleichzeitig auch ein kleines bisschen an. Dadurch kriegt man die, schränkt man die Dynamik schon insgesamt ein. Das soll ein Kompressor ja auch machen. Er soll für eine gleichmäßigere Dynamik sorgen. In diesem Fall ist es aber wirklich, ich benutze ihn wirklich rein technisch, so soundmäßig, weiß ich gar nicht, ob er so einen großen Einfluss darauf hat, aber er sorgt auf jeden Fall dafür, dass das Signal, nachdem ich dann mit dem 1176 drauf gewesen bin, nochmal ein bisschen zusammengehalten wird und wirklich kompakt vor dem Mix stehen kann. Und man kann dann wirklich relativ statisch den wirklich vor den Mix schieben. Ich gehe durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten, mit verkohlten Füßen, hab den Nordpol gesucht, fast den Yeti gefunden, geh mit Jakob den Weg und wird die Erde umrunden. Wenn ich jetzt im Mono die Vocals gut höre, dann kann es sein, dass die in Stereo zu weit vorne sind. Das müssen wir aber dann im Zweifel dann später nochmal anpassen. Aber ich finde, dass wir die jetzt schon wirklich sehr gut hören können und dass wir jetzt einfach mal schon mal gucken, dass wir einen kleinen Effekt drauf kriegen. Und zwar möchte ich ein Delay drauf haben, auf jeden Fall. Und zwar ein, was machen wir denn da am schönsten irgendwie? Kurz überlegen, vielleicht ein Analog-Delay möchte ich da, ja genau, ich schicke das mal auf einen Bus und mach mal einen Effekt dazu, und zwar ein Vox-Delay nennen wir das. Nehmen wir ein Tape-Delay und in dem Fall nehmen wir mal das, freie Wahl, wir nehmen das H-Delay von Waves. Das haben sicherlich auch einige von euch. Das Tolle an den Waves-Plugins ist ja, wenn die dadurch, dass sie ja konsequent und dauerhaft immer in einem Sale sind, kann man nahezu auch alle Plugins immer irgendwo günstig kaufen. Und jetzt kann ich Mono-Stereo natürlich schlecht einschätzen. Das müssten wir dann später im Stereo-Mix nochmal kontrollieren. Machen wir einfach mal ein Mono-Delay drauf. Dann verlängert das Signal insgesamt nach hinten nochmal. Ich gehe durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten, mit verkohlten Füßen, hab den Nordpol gesucht, fast den Yeti gefunden, geh mit Jakob den Weg und wirf die Erde um, flieg zum Mond, Mars und Venus, fahr zur Not. Finde ich das so geil? Weiß ich noch nicht. Mal kurz gucken, dass wir einfach mal ein Preset nutzen. Tape Delay, das Preset. Ich gehe durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten. Schieb's mal leise dazu. Das ist schon heftig, ne? Müssen wir im Feedback gleich auf jeden Fall ein bisschen runterregeln. Ich mache mal kurz die Farbe hier auf grün von dem Delay, damit wir wissen, dass es zu den Vocals gehört. Und dann schieben wir das Feedback auf jeden Fall mal zurück. Ich gehe durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten, mit verkohlten Füßen, hab den Nordpol gesucht. Soll jetzt auch nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen, deswegen drehe ich da mit einem Equalizer unten und obenrum noch ein bisschen was raus. Ich gehe durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten. Und guck, dass die Delays nicht den gleichen Bereich auch noch voll matschen, den ich für die Vocals eigentlich brauche. Ich geh durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste Tiefen. Klingt jetzt alleine ein bisschen dünn, aber das soll einfach nur ergänzen an der Stelle, ne? Ein bisschen voller machen. Ich geh durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten mit verkohlten Füßen. Hab den Nordpol gesucht, fast den Yeti gefunden. Geh mit Jakob den Weg und wird die Erde umrunden. Das Delay würde ich jetzt nur im Refrain drauf lassen, weil da soll ja ein kleines bisschen mehr Action sein. In der Strophe soll das ein bisschen ruhiger sein. Das heißt, das werden wir gleich nicht auf die Strophe übertragen. Und einen Hall hätte ich gerne noch, einen Hall. Und dann nehmen wir einen, ich darf ja spielen, dann nehmen wir einen Plattenhall und Zavar, den EMT, wo ist das grün? Da ist das grün. Den Vox Plate nennen wir den. Und dann nehmen wir den EMT 140 von Dingens, von EMT. So, da ist es auch bei EMT. Nehme ich das Mono oder Stereo? Für Gesang nehme ich das... komm, wir nehmen das mal Stereo. Gucken mal, dass wir da eine schöne Platte drauf machen. Factory Presets sind immer gern genommen. Und dann machen wir mal nicht Big and Bright, das wäre mir dann zu hell, weil ich gehe da sowieso gleich nochmal mit einem Equalizer dahinter. Wir nehmen mal The Plant Plate B und gucken mal, wie die klingt. Ich gehe durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste. Mag ich, aber es ist halt genau, es hat genau in diesem Bereich, hat es auf jeden Fall Druck, den es da irgendwie... Warum machst du den Delay nicht auf Stereo? Werde ich gerade vom Producer gefragt. Weil ich das nicht zu breit haben möchte an der Stelle, weil ich gleich noch eine Doppelungsstimme habe, die ich da zum Breitmachen nehme. Und das Mono-Delay verlängert das Signal quasi nach hinten, gibt ihm also ein bisschen mehr Tiefe, aber es soll ihm keine Breite geben, weil ich gleich noch diese Doppelungsspur habe. Und die soll das dann machen, die schiebe ich gleich über den Haas-Effekt dazu. Mal gucken, ob wir den so dosiert kriegen, dass es auch einigermaßen verständlich ist. Aber das wirst du gleich dann noch hören. Also wie gesagt, die Hauptstimme möchte ich jetzt nur durch das Mono-Delay nach hinten ein bisschen verlängert wissen. So, jetzt machen wir den Hall nochmal eben dazu. Ich gehe durch dunkelste Welt. Hier sind 3 Hallplatten und eine von denen ist die hellere. Ich gehe durch dunkelste Welt, schwing durch tiefste Tiefen, lauf. Die A ist das. Ich geh durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten mit verkohlten... Ich höre gerade, dass wir da auf jeden Fall noch einen De-Esser drauf machen müssen auf die Vocals. Das machen wir mal direkt hier, bevor wir hier jetzt noch da Pro DS sollten. Machen wir den De-Esser noch drauf. Ich geh durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten. Mit verkohlten Füßen hab den Nordpol gesucht, fast den Yeti. Er nimmt so ungefähr 4-5 dB bei den Spitzen raus. Und du siehst, dass der wirklich super simpel einzustellen ist, der De-Esser hier. Also ich muss den hier rübernehmen, sonst ist mein Bild darüber. Also dieser De-Esser von FabFilter, der ist wirklich super easy einzustellen. Eigentlich muss man fast keine Parameter anfassen. Hier unten kann man sehr optisch sehr schön sehen, wo die S-Laute tatsächlich verwurzelt sind. Ich werde oft gefragt, wie findest du denn die S-Laute? Ganz ehrlich, eigentlich muss man drauf hören, wo die S-Laute sind. Aber es gibt 2 Plugins, mit denen man die wirklich sehr simpel und ohne, dass man jetzt großes Hexenwerk anwenden muss, wo man die wirklich rausnehmen kann. Das eine ist der Pro DS von FabFilter, weil der einem das einfach akustisch, dass er das akustische S auch anzeigt. Hier in diesem Bereich, wir können mal kurz gucken. Ich gehe durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste Tiefen. Ne, und dann kannst du den Bereich hier einfach eingrenzen und dann sagen, hier in dem Bereich möchte ich bitte, dass da das S rausgefiltert wird. Ich gehe durch dunkelste Wälder. Das zweite Plugin, was es dafür gut zu nutzen ist, ist einfach der Waves De-Esser. Der ist einfach einwandfrei. Super simples Plugin, da kann man eigentlich nahezu nichts falsch machen. Auch den, ich mache mal den De-Esser von ProQ aus, von FabFilter, Entschuldigung. Ich gehe durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten mit verkohlten Füßen, hab den Nordpol gesucht. Fast den Yeti. So ist mit und so ist ohne. Ich gehe durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten Also wirklich super simpel einzustellen. Natürlich kann man hier die Frequenz noch einstellen, die kann man auch ein bisschen höher stellen und so weiter, aber im Prinzip bist du schon damit angekommen, wenn du hier einfach nur den Threshold runterregelst und guckst, dass er so 4-5 dB rausnimmt. Man kann da sehr penibel sein. Du solltest natürlich darauf achten, dass der Sänger nicht plötzlich anfängt zu lispeln, und du solltest auch darauf achten, De-Esser nimmt auch immer ein bisschen Höhen aus dem Signal raus. Das heißt, es wird immer ein kleines bisschen dumpfer klingen. Wenn dir das zu dumpf werden muss, dann musst du das genaue Verhältnis zwischen Höhenanhebung danach nochmal mit einem Equalizer oder so und dem De-Esser hinkriegen, damit du zwar die scharfen S's abfängst, auf der anderen Seite aber dein Signal nicht zu dumpf wird an der Stelle. Das wäre ja schade. So, den De-Esser von Waves nehme ich aber raus und wir nehmen den Pro DS. Gucken wir mal. Ich gehe durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste Tiefen. Und ich gebe jetzt wirklich nur ganz wenig dazu. Und ich nehme aber trotzdem noch ein bisschen Höhen raus, damit die S-Laute hier nicht zu aufdringlich werden, und räume auch untenrum noch ein bisschen auf. Der alte Abbey Road Halltrick. Und hier bei 220 Hertz scheint sich auch was aufzubauen. Auch das mumpft ein bisschen, das nehme ich auch ein bisschen raus. Nochmal. So, jetzt klingt er ein bisschen schmaler, der Hall. Und soll einfach nur ein kleines bisschen Fläche dazu machen. Hab den Nordpol gesucht, was den Yeti gefunden. Geh mit Jagd auf den Weg und wird die Erde umrunden. Flieg zum Mond, Mars und Venus, fahr zur Not auch nach Küsten. Alles nehme ich in Kauf. So, damit haben wir die Hauptfocus erstmal bearbeitet. Das Setting kann ich jetzt hier im Prinzip rüber kopieren. Wo war das hier oben? Kopieren wir einfach mal hier und kopieren das erstmal auf die Strophe rüber. Dann haben wir im Prinzip schon mal das Gleiche hier, Channel Strip Settings einsetzen. Das heißt, wir sollten jetzt hier am Anfang auch schon gut hören können, dass es hier ordentlich funktioniert. Wir hören mal, ob das hier auch funktioniert. Auf dem Weg durch meine Straßen, das Ziel fest im Blick, finde ich doch immer wieder Zeit für einen kleinen Blick zurück. Es hätte mir besser nicht gehen können, meine Zeit mit dir. Was habe ich gesagt? Das Delay nehmen wir raus, ne? Auf dem Weg durch meine Straßen, das Ziel fest im Blick, finde ich doch immer wieder Zeit für einen kleinen Blick zurück. Es hätte mir besser nicht gehen können, meine Zeit mit dir. Okay, jetzt haben wir noch eine Doppelung dabei. Da können wir im Prinzip auch das Setting drauf kopieren. Wir haben es ja heute mal. Setzen wir mal ein. Nehmen das Delay raus. Den Hall nehme ich allerdings auch raus bei der Doppelung und guck mal, ob wir das über den Haas-Effekt da auch breit dazu schieben können. Das breit ist natürlich jetzt Stochern im Nebel. Deswegen müssen wir mal gucken, dass wir hier, was mache ich denn da am schönsten, um das breit nochmal dazu zu geben? Ich habe jetzt diese Doppelung dazu, aber ich glaube, ich lasse die mal in der Strophe einfach nur dahinter und nehme die dann breit in dem Refrain dazu. Das heißt, wir schieben die jetzt einfach nur subtil dazu. Mal gucken, Solo und diese auch. Hier. Wo ist die Stimme? Da. Weg durch meine Straßen, das Ziel fest im Blick, finde ich doch immer wieder Zeit für einen kleinen Blick zurück. Mach ich untenrum ein bisschen dünner. Es hätte mir besser nicht gehen können, meine Zeit mit dir, wie ein wahr gewordener Traum, mit dir im Jetzt und Hier. Und jetzt will ich's dir sagen, steh vor deiner Tür. Das doppelt das ganze Signal, nimmt aber jetzt nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich und soll dann auch, wie gesagt, untenrum ein bisschen dünner sein, ist es ja auch. Nochmal. Auf dem Weg durch meine Straßen, auch nur leicht dabei. Fest im Blick, Solo aus. Doch immer wieder Zeit für einen kleinen Blick zurück. Es hätte mir besser nicht gehen können, meine Zeit mit dir, wie ein wahr gewordener Traum, mit dir im Jetzt und Hier. Und jetzt will ich's dir sagen, steh vor deiner Tür. Ich gehe durch dunkelste Wälder. So, das ist deutlich lauter als das andere. Wir sind hier -6. Dann machen wir mal hier ein bisschen weniger. Ich gehe durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten. Okay, Hier kommt auch eine Doppelung zu, das heißt, hier können wir das Setting auch wieder reinsetzen. Channels einsetzen, genau das ist es. Und das machen wir jetzt ein bisschen breiter. Das heißt, hier möchte ich jetzt mal Haas-Effekt haben. Falls du den Haas-Effekt noch nicht gehört haben solltest, also such mal in meinem Kanal nach einem Video von Haas-Effekt. Das Prinzip ist es im Prinzip, wie oft sage ich das eigentlich? Im Prinzip nimmt man ein Monosignal. Das Monosignal liegt ja normalerweise auf beiden Lautsprechern gleichzeitig in gleicher Lautstärke, gleicher Phasenlage, alles gleich vor. Deswegen hören wir es ja quasi aus der Phantommitte. Wenn ich jetzt mir vorstelle, dass dieses Monosignal im Prinzip aus zwei Monosignalen, zwei gleichen Monosignalen besteht und ich von dem einen die eine Seite ein kleines bisschen verzögere, sagen wir mal so 10 Millisekunden, irgendwo so, also bis maximal 20 Millisekunden, dann hört unser Ohr das noch als ein Signal, aber da es die eine Seite etwas früher hört als die andere, geht es davon aus, dass es auch aus einer Richtung kommt und dementsprechend ist die Seite, die nicht verzögert ist, wirkt immer so, als wenn die lauter wäre, ist sie aber gar nicht, aber insgesamt springt das Signal aus der Mitte auf die Seiten und ergänzt dann jetzt sehr schön unseren Hauptgesang hier an dieser Stelle und bei Logic geht das einfach mit einem Delay, mit dem Sample Delay, ein super Plugin. Das muss ich jetzt von Mono hier auf Stereo auswählen, das Plugin. Drückt da also drauf, hier haben wir das Delay und dann kann man hier einfach nur ganz simple Sachen einstellen. Einfach nur die Einheit einstellen, mit der sie messen soll, Millisekunden. Und jetzt verzögere ich einfach die rechte Seite um, sagen wir mal, 14 Millisekunden. Jetzt hören wir mal, ob das Signal dadurch zu sehr verschwindet oder ob es einfach noch da ist. Das machen wir aber mal solo. Weil es soll, es wird ein bisschen, es löscht sich ein bisschen aus in Mono auf jeden Fall. Wenn man Mono abhört und den Haas-Effekt in Mono abhört, dann scheint sich das Signal bei gewissen Einstellungen der Verzögerung scheint es lauter oder leiser zu sein. Da muss man genau den Sweet Spot finden, also diesen Punkt, wo es eben sich nicht versendet, nennen wir es mal so. Ich geh durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten mit verkohlten Füßen. Mach ich auch das Delay aus. Hab den Nordpol gesucht und fast den Yeti gefunden. Geh mit Jakob den Weg und wird die... Ja, ich würde dir jetzt gerne zeigen, wie es in Stereo klingt, aber das mache ich nicht, das hören wir uns ja später erst an. Aber zumindest ist das Signal nicht weg, dadurch, dass ich die Verzögerung reingemacht habe. Ich kann das jetzt subtil auch dazu schieben. Solo aus, hören wir nochmal. Ich geh durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten, mit verkohlten Füßen, hab den Nordpol gesucht und fast den Yeti gefunden, geh mit Jakob den Weg und wird die Erde umrunden, flieg zum Mond, Mars und Venus, fahr zur Not auch nach Füßen, alles nehme ich in Kauf. Einmal Strophe hören hier. Auf dem Weg durch meine Straßen, das Ziel fest im Blick, finde ich doch immer wieder Zeit für einen kleinen Blick zurück. Den Rest machen wir dann hinter im Feintuning. Soweit haben wir dann die Stimmen hier also stehen. Kommen wir zu den Chorstimmen. Da machen wir es uns relativ einfach. Die schicken wir einfach auf einen Bus und machen die dann alle gleichzeitig und wir haben hier vier Chorstimmen und die sind praktischerweise auch schon von mir benannt worden, links 1, rechts 1, links 2 und rechts 2 und so wollen wir die im Panorama dann auch verteilen, also links, und rechts und schicken die dann praktischerweise direkt auf einen Bus, haben wir schon einen Bus dafür? Nein, haben wir noch nicht, dann nehmen wir den Chor. Stelle ich hier einfach im Ausgang, kann ich wieder hier klicken, Bus und schicke die dann auf einen Chorbus. Der erscheint natürlich praktischerweise wieder hier hinten und den nehmen wir Chor komplett und den schicken wir dann, also die Delays schicke ich dann auch noch jeweils auf die Gesangsspur, Bus auf den Vocals komplett und den Chor komplett schicke ich natürlich dann auch auf den Gesangsbus. Das heißt, ich habe dann die Musik und den Gesang komplett voneinander getrennt auf einzelnen Bussen vorliegen und dementsprechend können wir damit dann sehr gut arbeiten. So, das ist das gleiche Grün. Und jetzt gucken wir, dass wir den Chor hier zusammen einfach bearbeiten. Quasi Makrobearbeitung, das heißt, man fasst mehrere Kanäle zusammen, um sie dann gemeinsam miteinander zu bearbeiten, anstatt jeden Kanal einzeln zu bearbeiten, so wie ich das gerade bei den Hauptvocals gemacht habe. Und dann hören wir mal rein, wo eine Stelle ist mit allen Chören, das ist hier vorne, erst Solo. Müssen wir die auch hochschieben, sonst hören wir sie natürlich nicht, ne? Alles nehme ich in Kauf. Ich geh durch dunkelste Wälder, schwimm durch tiefste Tiefen. Auch hier wieder jede Menge Gerumpel unten rum, das heißt, das müssen wir erstmal wegschneiden. Flieg zum Mond, Mars und Venus, fahr zu. Und ein Chor sollte vor allem für mich nicht so dominant im unteren Mittenbereich sein. Das hören wir uns aber gleich mal direkt im Mix an. Erde umrunden, flieg zum Mond, Mars und Venus, fahr zu Not auch nach Füssen, alles nehme ich in Kauf. Ich habe jetzt die Oberhalb von 500 Hertz direkt wieder rausgenommen, weil das ist dieser Bereich, der schmeckt mir einfach nicht. Der hört sich komisch an. Hören wir mal kurz rein. Sehr pappig. Und damit wir ein bisschen Seide drauf kriegen, packen wir gleich noch einen Pultec drauf und heben da ein kleines bisschen was an oben rum. Dann machen wir mal mit Geschmack oben drauf. Aber das sollte eigentlich schon so fast passen. Müssen wir nur die Lautstärke richtig anpassen. Packen wir noch ein bisschen Hall drauf. Machen wir Delay drauf. Mal kurz überlegen. Ja komm, wir machen aus Spaß, wir machen erst einen Kompressor drauf, um das noch ein kleines bisschen beieinander zu halten, machen es auch simpel an der Stelle. Bei der Makrobearbeitung machen wir dann nur den MV2 drauf, den MV2, um das ein bisschen beieinander zu halten, dann in Stereo natürlich. Und hören wir kurz. Okay. Und jetzt noch einen Hall drauf. Dann nehmen wir auch die Platte, die wir schon haben. Das lohnt sich ja, wenn man sie schon einmal hat. Alles nehme ich in Kauf. Ich gehe durch dunkelste Felder, schwimm durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten. Mit verkohlten Füßen hab den Nordpol gesucht und fast den Yeti gefunden. Nehmen wir mal die Hauptstimme dazu, mal gucken, wie das klingt. Das sind diese beiden hier. Erde umrunden, flieg zum Mond, Mars und Venus, fahr zur Not auch nach Füssen, alles nehme ich in Kauf. Ich geh durch dunkelste Felder, schwimm durch tiefste Tiefen. Okay, dann haben wir hier noch die Solo-Stimme am Schluss. Du siehst, dass ich jetzt hier ratzfatz irgendwie mache, weil am Ende des Tages geht es ja auch darum, dass wir fertig werden. Wir haben jetzt schon 22:40, wir sind schon über 2 Stunden wieder dabei. Das heißt, ich mache jetzt mal eben fertig den Mix, damit ihr jetzt nicht einpennt vorm Rechner. Und ansonsten, falls ihr müde seid, geht einfach ins Bett. Der Stream ist ja dann weiterhin noch online zu sehen, dann kann man ja auch sehen, wo es rauskommt. Aber ich bin sicher, einige sind gespannt, was passiert, wenn ich den Monoschalter rausnehme. Ich bin ehrlich gesagt auch sehr gespannt. Wir haben ja noch die Solo-Stimme, die jetzt hier hinten am Ende rüber juckelt. Dann nehme ich einfach die gleiche Einstellung vom Hauptgesang, kopiere die nochmal und kopiere die hier einfach rein. Das sollte im Prinzip funktionieren. So, mal gucken hier. Oder noch wissen, alles nehme ich in Kauf, um dich nur einmal durch kürzeste Felder, schwimm durch tiefste Tiefen, um dich nur einmal lauf durch heißeste Wüsten mit verkohlten Füßen. Ich nehme hier bei diesen Einwürfen, hier bei dieser Refrain-Solo-Stimme am Schluss, nehme ich ein kleines bisschen mehr untenrum raus. Dadurch wirkt die nicht ganz so nah am Mikro. Die steht dann ein kleines bisschen weiter hinten im Mix. Das heißt, ich nehme untenrum ein kleines bisschen mit dem Low-Cut mehr weg. Und dadurch wirkt die Stimme dann auch ein kleines bisschen tiefer hinten im Mix. Flieg zum Mond, Mars und Venus, fahr zur Not auch nach Füssen, alles nehme ich in Kauf, um dich nur einmal, ich geh durch kürzeste Felder, schwimm durch tiefste, um dich nur einmal, lauf durch heißeste Wüsten, mit verkohlten Füßen, einmal, einmal, mit Jakob den Weg und führt die Erde umrunden, ich geh durch dunkelste Felder, und nicht nur einmal durch heißeste Füßen. Da ist schon richtig viel los, ne? So, jetzt haben wir noch eine Stimme hier in der Mitte, die wir noch haben. Und dann können wir uns gleich auch schon auf den Weg machen, das ganze Ding mal komplett in Stereo anzuhören. Die einen schreiben schon hier, Marco schreibt schon, er bleibt schon bis zum Schluss. Der Gesang kann einen Ticken weiter nach vorne, also lauter. Fotofinish, ich lasse es jetzt erstmal so, weil in Stereo, gucken wir mal, das müsste sich gleich in Stereo etwas klarer absetzen. Ich glaube, dass das, es in Stereo ganz gut funktionieren könnte. So, jetzt haben wir die ruhige Stimme noch, die mache ich mal mit dem gleichen Setting natürlich. Also ich sehe schon, ich hätte das auch alles auf einen Bus routen können, aber das machen wir nicht. Dann nehmen wir die Stimme von der Strophe, kopieren die und setzen das hier mal ein. So, jetzt haben wir hier schon mal ungefähr diesen ruhigen Teil. Das ist ja dieser, wo alles runterkommt. Mal gucken, wie der klingt. Ich gehe durch dunkelste Wälder. Da darf jetzt der Gesang ein kleines bisschen näher klingen. Das heißt, ich gucke mal, ob ich den auch ein bisschen wärmer kriege an der Stelle. Weil es soll ja, wenn er ruhig wird und ein bisschen zur Ruhe kommt, soll es auch ein kleines bisschen näher klingen. Und das ist hier vor allem dieser Bereich bei 215 Hertz, den ich jetzt nicht ganz so stark absenke wie bei der normalen Stimme. Hören wir mal im Mix. Ich gehe durch dunkelste Wälder, durch tiefste Tiefen. Heißeste Wüsten mit verkohlten Füßen. Hab den Nordpol gesucht und den Yeti gefunden. Geh mit Jakob den Weg. Ich geh durch dunkelste Wälder. Mal einmal hören. Durch tiefste Tiefen. Heißeste Wüsten mit verkohlten Füßen. Hab den Nordpol gesucht und den Yeti gefunden. Geh mit Jakob den Weg. Ich geh durch dunkelste Felder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten mit verkohlten Füßen. Hab den Nordpol gesucht und fast den Yeti gefunden. Geh mit Jakob den Weg und wird die Erde umrunden. Flieg zum Mond, Mars und Venus, fahr zur Not ab nach Füssen. Alles nehm ich in Kauf. So, ich geh durch dunkelste Felder, schwimm durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten mit verkohlten Füßen. Einmal gesucht und hast den Yeti gefunden. Geh mit Jakob den Weg und führt die Erde umrunden. Ich geh durch dunkelste Felder, schwimm durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten mit verkohlten Füßen. Einmal hast den Yeti gefunden, geh mit Jakob den Weg, um dich nur einmal zu küssen. So, ich glaube, jetzt haben wir soweit alles durch. Irgendwie, das müsste jetzt eigentlich alles passen. Will sagen. Gucken wir mal, dass wir das einigermaßen laut kriegen jetzt hier. Mal gucken, wo wir stehen. Der Stefan Müggler, unser Mastering-Ingenieur, der schlägt wahrscheinlich die Hände über dem Kopf, wenn ich jetzt sage, ich mache das mal eben laut. Aber da bin ich relativ schmerzfrei. Was ich normalerweise auch noch mache, ist, dass ich noch Buskompressoren einsetze, um das Signal noch ein kleines bisschen kompakter zu gestalten. Das machen wir jetzt auch noch mal eben. Das mache ich tatsächlich sehr oft. Mache hier noch ein bisschen Verschönerungsmaßnahmen. Und zwar benutze ich den, mal kurz überlegen, welchen denn diesen, von dem ich den immer den Namen vergesse. Sekunde, kommt gleich. Der Black Dingsbums. Wo ist er denn? Ist der hier bei, ne, da ist er nicht. Dann ist er bei der Plug-in Alliance, genau, der Blackbox Analog Designer, der nämlich ein bisschen Sättigung reinbringt ins Signal und es formt auch ein kleines bisschen. Und da gibt es hier so ein schönes Preset vom Mixbus. Hören wir mal die 3 Mixbus-Presets durch, was wir da makromäßig auf dem Muckebus machen können. Noch einmal. Das ist so ein Verschönerungs-Plugin, ne? So ein Plugin, mit dem man einfach, schmeißt man einfach drauf und das macht noch Sachen schöner. Das bringt hier so eine Röhrensättigung rein von Pentode, also Saturation, so eine Sättigung, Pentode, so eine fünfpolige Röhre heißt es, glaube ich, und so eine dreipolige Röhre hier, die Triode, die ein bisschen dreckiger klingt und dadurch kriegt der ganze Mix insgesamt nochmal, wird er ein bisschen zusammengeglut und kriegt halt auch mit Obertönen und Saturation dann nochmal ein bisschen mehr Schmatz. Und wir hören mal kurz rein, was der hier solo auf der Mucke macht. Das macht ein bisschen mehr Höhen rein, bringt ein bisschen mehr Obertöne rein und hält das Signal insgesamt ein kleines bisschen charmanter zusammen. Gefällt mir schon mal gut. Dir ist sicherlich aufgefallen, dass ich noch keinen Raum auf den Drums drauf gemacht habe. Aber ehrlich gesagt klingen die mir schon nass genug, sodass ich da nicht glaube, dass wir da noch extra was drauf machen müssen. Außerdem darf so ein Song ja auch durchaus relativ trocken klingen. Wir haben nur ein bisschen Hall auf den Vocals. Und ansonsten haben wir nahezu nichts gemacht, außer... wir haben nahezu keine Effekte benutzt. Mal gucken, wie das gleich in Stereo klingt. Ich bin mal sehr gespannt. So, wir haben jetzt hier den Blackbox noch auf dem Muckebus drauf. Und müssen jetzt einfach mal gucken, wie laut das ganze Ding ist. Dazu nehme ich den Julian und lasse einfach mal jetzt den Mix kurz einmal an der lautesten Stelle laufen hier, um zu gucken, wie viel LUFs wir denn haben. Küste Felder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten, mit verkohlten Füßen, hab den Nordpol besucht, fast den Yeti gefunden, geh mit Jakob den Weg und wird die Erde umrunden, flieg zum Mond, Mars und Venus, fahr zur Not ab nach Füssen, alles nehm ich in Kauf, um dich nur einmal. Ich geh durch dunkelste Felder, schnell durch tief, um's dich nur einmal, lauf durch heißeste Wüsten, mit verkohlten Füßen, einmal. Also um auf minus 14 Luft zu kommen, dürfen wir jetzt noch 1,5 dB drauf machen. Ich darf euch aber schon so viel verraten, der Stefan Müggler, unser Mastering-Ingenieur, Spezialist, Meister der aller Klassen, bereitet bereits ein zweites Video vor und da erklärt er genau, wie es sich mit dB, LUFs und wie sie alle heißen, diese Begriffe, dBU, dBV und so weiter verhält. Das ist ein bisschen ein theoretischer Teil, ist ein praktischer Teil, aber definitiv viel, viel Wissenswertes. Wer sich dafür interessiert und da ein bisschen genauer hinter die Kulissen gucken möchte, der ist da bestens aufgehoben. Ich schraube jetzt hier einfach mal mit dem Limiter noch 2 dB oben drauf. Das sollte eigentlich reichen, um das Ding so einigermaßen auf Lautstärke zu kriegen. Und mehr brauchen wir da eigentlich auch gar nicht machen im Moment. Denn wir sind ja noch vor dem nächsten finalen Schritt, irgendwie das jetzt nochmal in Medias Res zu gehen, wenn wir dann Stereo haben. Ich würde sagen, guckt noch mal kurz in den Chat, wer noch alles da ist. Das mache ich mal kurz hier vorne, dann kann ich den Kopfhörer noch einmal abnehmen und dann hören wir uns danach dann quasi an, was tatsächlich dabei rausgekommen ist beim Mix in Mono. Das war ja doch ein starkes Ding, was wir jetzt hier gerade gemacht haben. Es ist nicht immer schön, wie du gemerkt hast, aber wir lassen uns mal gleich überraschen, ob der Mix einigermaßen in Stereo oder nein klingt. Jonas Music schreibt, dass er das jetzt durchzieht. Genau, Tamaro ist auch noch dabei. Dann gucken wir mal. Ich habe den Nordpol gesucht im Solo eben Offbeat. Habe ich nie drüber nachgedacht. Manchmal singe ich solche Sachen auch einfach ein, weil sie mir gut gefallen. Ich denke da nicht drüber nach, ob das Beat, Offbeat oder sonst was irgendwie ist. Und Fotofinish schreibt noch, doppel doch an der ruhigen Stelle einmal den Gesang und mach eine ordentliche Zerrung drauf und dann eben nur ganz, ganz wenig drunter. Nicht wahrnehmbar, aber es wird fett. Gute Idee. Mache ich... Ich nehme das mal vielleicht nehme ich das für ein Video mal als Anregung. Ich mache mir mal einen kleinen Screenshot, damit ich mich daran erinnere. Sekunde, das geht so. Habe hier einen Screenshot jetzt auf der... Ne, so geht das, ne? So. Ne. Mal kurz gucken, dass ich hier nicht durcheinander komme. Jetzt ist mein Bild weg. Na, das ist ja toll. Da hat er ja toll hingekriegt hier irgendwie. Was ist denn da jetzt schon wieder? Jetzt ist mein kompletter Chat weg. Naja, egal. Habe ich Unsinn gebaut? Wollte ich eigentlich gar nicht. Kann ich nochmal zurückgehen? Ja, kann ich nochmal. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, mache ich mir davon mal einen Screenshot und mach mal da mal kurz so. Jetzt kann ich einen Screenshot davon machen, damit ich die Frage nicht vergesse, beziehungsweise die Anregung nicht vergesse. Und dann gucken wir mal, dass ich das noch beieinander kriege hier. Hallo? Jetzt rauscht hier einiges durch, damit der komplette Screen durchläuft. Egal. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Den Tipp nehme ich auf jeden Fall nochmal und guck mal, dass ich dazu ein Video mache. Vielleicht klingt es ja tatsächlich klasse und dann können wir uns das alle nochmal hinter die Ohren schreiben, dass man da so schön durch die Zerrung einen Mix nochmal anreichern kann. Ich würde sagen, wir machen den großen Moment. Und damit ich es nicht zu dramatisch mache, verabschiede ich mich jetzt auch schon mal an dieser Stelle. Nicht, dass du jetzt schon wegklicken solltest, weil jetzt kommt ja der große Moment, wo wir das ganze Ding in Stereo nochmal durchhören. Und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, heute dabei zu sein. Wir sind jetzt knapp 2,5 Stunden dabei. Das heißt, es sollte für heute auch reichen. Wenn du Fragen haben solltest, schreib sie bitte unten nochmal unter das Video drunter. Bitte nicht in die Kommentare, weil die laufen zwar Zeit... parallel hier zum Video durch, aber dann muss ich mich da durchs ganze Video nochmal durchgucken. Was heißt muss, mache ich ja natürlich gerne, aber dann kann ich die Fragen kompakter unter dem Video nochmal finden. Also bitte warten, bis der Livestream zu Ende ist und dann einfach nochmal unten drunter schreiben. Oder du schreibst mir eine E-Mail an jonas@recording-blog.com. Und jetzt bedanke ich mich fürs Dabeisein, dass ihr alle so fleißig da durchgehalten habt. Heute auf dem Donnerstagabend auch noch Altweiber, dass ihr das verpasst habt, aber alte Weiber will ja so wie... Nein, das, jetzt werde ich unfair. Nein, das sagt man nicht. Komm, bleiben wir politisch korrekt und verabschieden uns jetzt in den Stereo-Mix und ich bin gespannt, was du sagst. Ich bin auch sehr gespannt, was ich sage und werde mich jetzt einfach aus dem Mix verabschieden. Dadurch, dass ich jetzt den Kopfhörer nicht aufsetze, sondern mir das über die Boxen anhöre, werde ich das Mikro ausmachen und verabschiede mich dann gleich winkend in die Kamera. Wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog und jetzt viel Spaß nochmal mit dem Stereo-Mix. Dazu schalte ich dieses Plugin jetzt hier aus, diesen Monomaker quasi, und dann hören wir mal, was passiert. Ne? Ich gehe rüber auf den Mix und wir sehen uns die Tage wieder. Mach's gut. Ich wollte gerade sagen, ist noch Mono. Das ist natürlich nicht gut. Ne? Machen wir den Mono jetzt mal aus. So, also nochmal von vorne. Bye, bye. Fest im Blick finde ich doch immer wieder Zeit für einen kleinen Blick zurück. Es hätte mir besser nicht gehen können, meine Zeit mit dir, wie ein wahr gewordener Traum, mit dir im Jetzt und Hier. Und jetzt will ich's dir sagen, steh vor deiner Tür. Ich geh durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten, mit verkohlten Füßen. Hab den Nordpol gesucht und fast den Yeti gefunden. Geh mit Jakob den Weg und wird die Erde umrunden. Flieg zum Mond, Mars und Venus, fahr zur Not auch nach Flüssen. Alles nehme ich in Kauf, um dich nur einmal zu küssen. Lass uns das Leben genießen, komm wir hauen einfach ab und lassen es niemanden wissen, dass wir die Einzigen sind. Wir sind die einzigen beiden, die immer fortgehen können und auch ständig bei sich bleiben. Schau dich einfach nur an und dann sag ich dir, ich geh durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten, mit verkohlten Füßen. Hab den Nordpol besucht und fast den Yeti gefunden. Geh mit Jakob den Weg und wird die Erde umrunden. Flieg zum Mond, Mars und Venus, fahr zum Nordab nach Füssen. Alles nehme ich in Kauf, um dich nur einmal zu küssen. Wälder, durch tiefste Tiefen, heißeste Wüsten, mit verkohlten Füßen. Hab den Nordpol gesucht und den Yeti gefunden. Geh mit Jakob den Weg. Ich geh durch dunkelste Wälder, schwing durch tiefste Tiefen, lauf durch heißeste Wüsten, mit verkohlten Füßen. Hab den Nordpol gesucht, fast den Yeti gefunden. Geh mit Jakob den Weg und wird die Erde umrunden. Flieg zum Mond, Mars und Venus, fahr zur Not ab nach Flüssen.